Herzlich willkommen zu Beans vs. Super Mario Maker. Dumm zu früh! Ah! Los geht's. Blick. Das wird was heute. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle dabei seid. Danke, Florentin. Wir übernehmen den gesamten Tag bis 20 Uhr. Werden wir in zwei unterschiedlichen Teams, Team links und Team rechts, mit wechselnden Leuten uns gegenseitig in Super Mario Maker 2 überbieten. Das ist der Plan. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo, Sandro, Max. Hallo. Wir sind schon mal geschwächt. Wir haben kein drittes Mitglied in unserer Bande. Beans vs. bedeutet, alle mühen sich an einem Spiel und an verschiedenen Leveln ab. Bei Super Mario Maker mühen wir uns an euch ab. Relativ einfach. Ihr habt im Forum unter den Regeln, die wir schon seit ein paar Tagen rausgehauen haben, uns Level geschickt, die ihr vielleicht selbst gebaut habt, vielleicht auch nicht. Und wir battlen uns. Kurz zu den Regeln, dann geht's direkt ins Spiel. Ihr seid Team links gerade, ist das richtig? Ja. Fühlt sich links an. Wir sind Team rechts. Mhm. Es werden random Leute hinzukommen, die sich dann auf unsere Teams verteilen. Bis 14 Uhr ermitteln wir, ob Team links oder Team rechts gewinnt. Ganz einfach, oder? Easy peasy. Aber wird es dann weitergeführt, wenn die nächsten kommen? Ich glaube nicht. Es gibt wirklich drei Runden. Ab 14 bis 17 Uhr ist, glaube ich, die nächste Runde. Und dann 17:30 bis 20 Uhr die letzte Runde. Nee, wir ermitteln schon, wer der krasseste hier ist. Das auf jeden Fall. Und insgesamt müsste es ja eigentlich noch ein Finale geben dann. Nein, das machen wir dann das nächste Mal. Jetzt kommt der Mittagsmeister. Also, wollen wir direkt losstarten. Wir machen das jetzt aber auch so, es wird auch so ein Punktesystem hier geben. Ihr habt uns wirklich eine gesamte Liste, Wirt hat die zusammengestellt, an Leveln zugeschickt. Und wir machen daraus direkt die erste Competition. Ich lese nun den ersten Code vor und mal gucken, wer den zuerst eingegeben hat. Korrekt. Mirko gegen, also Team Mirko spielt für Team rechts, Sandro für Team links. Bereit? Ja. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. 2, 2, J. 6, 6, G. S, W, F. Und wir haben einen Gewinner! Ach fuck, ich hab vergessen zu bestätigen. Ja. Easy. Aber eigentlich war ich nicht gewinnt. Was? Ich hab noch nicht bestätigt. Ich hab noch nicht bestätigt. Nein! Was soll das? Okay. Erster Punkt! Mach's doch mal! Tatsächlich, J, du hast Y gemacht. Ja, das ist jetzt traurig. Okay, Sandro, dann sag doch mal, was haben wir denn da für ein. Warte, es wird jetzt runtergeladen. Claws and Sägen wahrscheinlich. Ja. Source. Claws and Source von Miramari hochgeladen. Abschlussrate 5,11%. Die Level-ID seht ihr jetzt, falls ihr gerade selber sogar Bock habt mitzuspielen, macht es gerne. Zusätzliche Regeln, wir haben pro Map 10 Minuten Zeit, nach 10 Minuten läuft's runter und wer ein Level schafft, kriegt einen Punkt. Wenn es ein Team geschafft hat, innerhalb der 10 Minuten, schneller als die anderen, gehen wir wieder zurück und laden ein neues Spiel. Okay, und wenn jetzt einer stirbt, dann wechseln wir einfach dann im Team durch. Das könnt ihr im Team wechseln, wie ihr wollt. Okay. Ja. Okay? Okay. Mirko, willst du anfangen? Sinnvoll, nach jedem Tod zu wechseln? Ja. Ich glaube, schon dran. Nee, ich gebe dir erstmal ein bisschen und 25 sind es 25 Sekunden. Dumm. Also das ist der Weltrekord. Ja. Also, wie schwer kann er einen Fisch auf? Wie schwer kann das sein? Ja, Fisch auf. Ich habe leider keinen Fisch auf. Das ist okay, wollen wir loslegen? 10 Minuten. Ja. Ich gucke parallel auf die Zeit. Bereit. Ich weiß nicht, ob wir den Timer schon parat haben. Wird schon. Ich mach's trotzdem mal mit hier. Stoppuhr. Komm. Oh, ist das spannend. Fuck, man. Du als Nächster. Du kommst da vorne. Ich mach's mit Druck. Okay, auf die Plätze. Okay. Fertig. Hallo Chat übrigens. Und go. 10 Minuten laufen. Oh, spannend. Du, schnell, geh rüber. Wenn dein Level geschafft ist, muss derjenige aufspringen und den Gong betätigen. Ich such das nächste Level dann. What? Ah! Ich wollte erst mal mich eingucken. Ach, scheiße, Mann. Ja, Herr Buhmann macht auch nicht. Das ist richtig fies, Alter. Fieses. Ich bin gleich rausgeschossen, Mann. Fieses Dreckschie. Alter. Ey, warum? Ich muss, glaube ich, Gas geben. Was bedeuten da jetzt die kleinen X und den ganzen Ich schaue parallel noch in den Chat hinein und überprüfe, wie sehr sie eure Leistung schlecht finden. Sehr schlecht. Ach, shit. Warte mal, kann man da hoch oder was? Nee, ich muss einfach aber in dem gelben Block ist aber nichts versteckt, oder? Also, dass da irgendwie eine Ranke ausfährt oder so ein Scheiß. Vielleicht der Drehsprung drauf. Ja, so und dann wieder zurück und dann. Meinst du, ich hoch? Ja. Ich zitiere das gelbe Dingsbums. So bad. Ihr seid scheinbar beide richtig schlecht. Nice, ging noch rund. Nicht gucken! Könnt ihr doch, nicht, ist egal. Ich doch noch nicht groß bin. Oder nicht? Ich glaube, weiß ich nicht. Weil wo soll das gehen?
Nee, das Schluss. Sonst geht's nicht. Aber kann es sein, dass du das vielleicht von unten, wie ich eventuell nicht gesehen habe? Guten Morgen, Red Red. Guten Morgen, Chat. Alter, was geht? Alter, Schweigefuchs. And he's gone. Rum, hast du schon eine Idee? Recht, man muss sich erst den holen und dann. Ey, ich habe keine Ahnung, wie also der Level-Maker das angelegt hat, aber jetzt, Mirko, wenn er die hohen Sprünge macht, dann schafft er es. Drehsprung, ne? Gibt's auch noch. Aber kann das sein? Müssen ist egal, wir müssen ja schnell sein. Oder musst du auf den, musst es so timen, dass du auf den Tisch drauf springst und so das gelbe Ding. Ich glaube, es ist extra so gebaut, dass man nicht direkt dran kann. So, der bringt ihn, da musst du drauf. Wie ist der Mensch nochmal, der sure you das, can im Twitch-Chat. Ja, wir haben noch nie in unserem Leben Super Mario gespielt. Oder meine Damen. Nein, du bist gut. Nein, wir haben gesagt, Mirko muss eine Leerkurve haben. Das ist strategisch sehr sinnvoll. Sandro, Kommentar, wie sieht's bei euch aus? Ich fliege jetzt mal rein, wenn ich einmal gegen den Block springe. Und komme dann Medium. Aber beruhigt euch, das ist der Anfang. Es hat viel Schönes. Ich bin nervös, Doom. Ey, überhaupt nicht. Ich muss auch viele Mario und keiner mehr aufgeschaut. Ich hab schon auch lange nicht mehr gezockt, aber ich glaube, ein bisschen besser als Mirko bin ich, aber dann unterstützen wir uns einfach gegenseitig. Ah, das ist dann schön. Wir brauchen hier mal irgendwie einen Panzer. Oh, gut. Okay, nice. Okay, sehr gut. Nice. Was ist damit? Ah, fuck! Also, kommst du Team da rein? Rechts führt Haus hoch. Team links hat überhaupt rechts, gar keine Kamera Chance. Rechts. Ja, das für die Wie ist das nur extra Raum, oder? Ich weiß nicht, ob man nach rechts oder kommst du auf einer hoch. Wie soll ich denn? Okay. Kannst du die Panzer da, auch nach da kannst werfen? Du hoch. Das ist ein Trampolin. Also vielleicht dann halt... Kannst du den Drehsprung machen, dann kannst du doch auf das jetzt Ding drauf, oder nicht? Alter. So, und jetzt... Ja, genau. Jetzt größer werden. Oh. Ah, fuck, wieder weg. Fuck. Aber das ist ein Checkpoint. Wir haben den Checkpoint. Schau mal, ob du bis ganz rüber, bis du den Ranken, bis du den Ranken kommst mit Speed. Zitiere Bodenfalle. Oh, das ist ein Flügel. Ich mag dich. Oh. Aber das you're breathtaking. Oh, you're breathtaking. Nein. Der Mirko ist fucking breathtaking. Jetzt hat er's. Und? Ach, da oben hin. Ja gut, dann springen wir mal aufs Dach. Ich schaue auf die gemeinsame Zeit. Noch 6 Minuten 30. Locker. Wenn's klappt. Alles gut, du hast wieder einen Checkpoint geholt. Okay, ich mach das. Ja, klar. Aber nein, was? Egal. Was vorwärts geht, okay. Zusatzregel. Was wie Zusatzregel? Der Spieler, der es geschafft hat, muss so schnell wie möglich selber den Gong betätigen. Erst dann zählt es als gewertet. Das wird ein Durcheinander. Alter, jetzt bin ich zu hibbelig. Merkst du das? Ja, ja. Bei den kleinsten Sachen. Aber vielleicht kommst du von da noch hoch. Fuck. 6 Minuten vorbei. Ich weiß nicht, warum warte mal. Ist das die Lernkurve, von der wir immer sprechen? Okay. Ja, die geht steil so, ne? Aber sie geht. Ja. Ich glaube, der Erschaffer hat hier schnelle und nicht so schnelle Wege in das Level eingebaut. Da unten könntest du zum Beispiel weiter. Ich lese vor, an alle in dieser Runde, meine 4-jährige Nichte spielt besser Mario von Shoop One. Dankeschön. Das ist doch gut. Die hat aber auch 4 Jahre Zeit zum Üben. Dann schick die doch mal vorbei. Nein, du dumme Sau. Wer war ja schon und an der Dings? Du hättest einfach... Welche anderen? Okay. Die beiden, Team Links. Uff, das hat dich nicht zu interessieren, konzentrier dich. Du machst das prima, Mirko. Prima machst du das. You're breathtaking. Scheiße, die haben einen Motivator da drüben, wenig. Ich komm rüber zu euch. Die jetzt. Scheiße! Hallo. Ich finde, ihr macht das ganz prima. Du Messfischviech da. Ich finde, ihr habt das Level bereits jetzt im frühen Status schon sehr gut erkannt, analysiert. Eure Durchschnittskraft ist vorhanden. Warum sollst du das immer wieder? Ich krieg gleich so, ich krieg's jetzt so. Die können gar nichts. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Echt nicht? Ja, du hast nur nicht mein Level. Okay, 4 Minuten und 40 Sekunden. Ja, warte, jetzt. Oder maximal, so muss man sagen. Ihr könnt es beschleunigen, okay, wenn ihr besser werdet. Und weiter. Und warte, bis der wiederkommt. Was ist mit dir? Nicht zu jetzt viel schwingen. Mehr oder was? Jetzt. Ja, ich habe noch gar nicht gespielt. Einfach weiter drauf hüpfen. Und jetzt runter. Ich überlege gerade noch 10 Minuten. Ich meine, wir wollen viel sehen. Ach so, warte, ich habe es vergessen. Ich muss den... Wir vergehen 10 Minuten. Sandro, konzentrier dich mal. Wie löst du das Level den Höhen aus? Ihr könnt rennen, das wisst ihr, wenn ihr Geduld haltet. Ich glaube, das ist ein Ding, was ihr missachtet. Ja. Ihr könnt, wenn ihr... Ja, ganz normal springen. Den müsst ihr gedrückt halten, damit... Nee, warte mal, es ist nochmal easy.
Nicht, dass ich jetzt hier komplett einen Scheiß mache. Ja, du musst dagegen jumpen halt. Ja, wie immer. Hol mal den Pilz. Nochmal eine Randinformation an alle, die Beams Versus vielleicht noch gar nicht kennen. Wir werden fast den gesamten Tag hier abhängen. Wir schalten drei jeweilige Konstellationen an Leuten, ja, an festen Leuten durch, aber jeder Fuck aus you. Rocket Beans ja, Cosmos ist herzlich perfekt. Eingeladen, hier einfach vorbeizukommen, okay, und sein Skill zu zeigen. Das heißt, es gibt im Laufe des Tages noch mehrere andere feste Konstellationen an Leuten, die hier sind. So, jetzt mal easy. Und ich bin gespannt, ob wir überhaupt ein Level schaffen. Oh, ja. Nicht wütend machen. Uah. Okay. Was ist passiert? Oh, Digga. Digga! Bocker Miserie. Fuck! Warte. Mirko ist schon in Stage 3, oder? Ja. Sozusagen. Voll Mirko. Wenn die Zeit abläuft, ja, und wir weiter sind, aber noch nicht fertig mit dem Level, kriegen wir da auch einen Punkt? Nein. Ich glaube fast nicht, weil es ist immer noch ein Beans Versus. Es ist einfach nur, dann scheitern wir gemeinschaftlich als beide Teams. Das ist richtig. Fuck you! Wir eine Gemeinde sind. Im Scheitern gemeinsam. Gemeinsam scheitern. Max, was geht? Ja, Mann! Wenn sehr gut, willst, dann, 2 Minuten und 30 Sekunden ab. Noch. Achso, da unten ist ein anderer Timer. Ja, Sandro, okay. du kannst dich jetzt schon mal... Ja, komm, dann nehmen wir jetzt den offiziellen Timer. Dann mache ich mal aus meinen Fehlern ein bisschen lernen. Alles gut. Da gewinnt ihr noch ein bisschen Zeit, das ist ja auch die erste Runde, das ist in Ordnung. Wie werfe ich das für mich? Das bringt dir gar nichts. Du gewinnst an Sicherheit, weißt du, wie oft das funktioniert. Das ist wie Dark Souls, das ist... Ja, ja. Ja, ja. Und der Pilz hier runter. Scheißdreck! Ey, diese kleinsten Fehler. Okay, warte mal. Hier, first try. Ich bin super entspannt. Das sah gut aus, Max. Jetzt mal ein bisschen besser. Rückhaltung, ich krieg immer halt in der B-Note bin ich ganz stark. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Ich diese beschissen Drehsprung. Doch, du kannst den auch sehr schnell. X, oder? Müsste eigentlich. Versuch doch mal einfach. Kannst du jetzt direkt ausprobieren. Ja, aber wie mache ich den Drehsprung? Mit welcher Tastenkombination? Ich glaube einfach nur... Schultertaste vielleicht? Ja, ich weiß, die nicht wütend machen, die Sackgesichter. Ja, jetzt ist es... Y halt, ne? Alle durchprobiert. Ich einfach... Kommst du in die warte, ja, aber wie viele von denen... Laka, das geht mir um. Laka! Und jetzt? Okay. Jetzt erstmal da. So, laut offiziellen Timer noch jetzt 2 Minuten. Na! Was? Ach komm! Jawohl! Was ist denn das? Wie niederträchtig ist das denn? Nein! Davon ist es, davon ist es. 1 Minute und 40 Sekunden noch Zeit. Das Kommentar ist, wie niederträchtig ist das denn? Das schaffen wir jetzt. Okay, es ist nicht so ein Hitler-Level wie das eine, was Ilias und Fabian spielen mussten. Nee, ja, doch nicht. Das ist das allererste Level, was wir überhaupt spielen. Ja, es ist ein sehr, sehr... Bestimmt hat das wir ganz mit bestem Wissen und Gewissen kuratiert. Ich bin auch so dumm, dass ich dieses Level heute auch noch... Den Rotz, die... Das Hitler-Level? Ja, vielleicht. Nein. Oder das mit den vielen Feuerketten. Können wir den Timer nochmal eingeblendet kriegen? Das ist das machbar? Danke sehr. Eine Minute noch. Mirko, komm, du kannst den ersten Punkt holen für Team Links. Team Rechts, komm hoch. Mirko, MVP. Ah, Digga! Was tust du? Ich weiß es nicht, aber wie komme ich denn jetzt da hoch? Ha! Scheiß! Dreck! Mach den Weg schon mal frei. Wer weiß, vielleicht ist es das hier. Schafft Team Rechts den ersten Sieg von vielen? Meister Budi, Mann. 45 Sekunden noch. Ist das spannend. Ja! Das! Nein! Das! Mirko hat den hohen Sprung entdeckt. Ja, ich hatte ihn gerade eben auch schon. Okay, aber ich bin zu dumm, den richtig zu timen. 35 Sekunden nur noch. Okay, das schauen wir jetzt. Come on, Max. Ja, Mann. The Wonder from Hamburg. Komm, jetzt nochmal. Wut, Trauer, Verzweiflung. 25 Sekunden, letzte Chance, Mirko. Nein! Come on! Vielleicht! Warum? Also das ist echt niedern, dass man da nicht mehr hoch kann. Ja, könntest du, wenn du auf den Fisch rausspringst. Ich bin so dumm, ja. Und dann könntest du vielleicht noch rankommen an dieser. 15. Ja, okay, gut. Guess what? Ich halte mich zu sehr von der Zeit unter Druck. Ja, ey, kein Thema. Und ich lass mich nicht. Aber viel zu früh für einen. 4, 3, 2, 1. Ich hab schon obszön viel Kaffee getrunken. Ja, okay. Wir sind gemeinsam gescheitert, aber wir sind weiter als die. Ja, das ist und das ist das Wichtigste. Das ist auch etwas. Ja, erste Runde ist vorbei. Das war erbärmlich. Wir wechseln die Pets bitte und gehen direkt zu Level 2. Das macht mir Hoffnung für die Zukunft. Es macht jedem gerade Hoffnung für die Zukunft. Bleiben auch Sie dabei. Ja, danke.
Seid ihr dann ich will zurück an meinen Schreibtisch. Bitte wieder zurück, ID eingeben. Ach, warte mal, haben wir doch einen Punkt gekriegt, oder was? Weil wir weitergekommen sind? Nein. Ist das so die Regelung? Da gibt es einen Schiedsrichter entscheiden. Schiedsrichter sitzt in der Regie. Wo ist der Schiedsrichter? The Wiggler is your friend. Ich würde sagen... Ich würde sagen, man kriegt es wirklich, wenn man es schafft. Ich glaube, das ist befriedigender. Aber wo ist denn mein Punkt für den Code? Wie ging es denn da weiter? Nein, machen wir auch nicht. Wir machen nur Level. Also muss man dann nach oben auf den Holzbalken. Wir schneiden den Part einfach raus aus dem Video. Warum? Wir machen jetzt so. Irgendwann kommst du oben an der Röhre an. Ah, so. Okay, also ihr seid da auch. Okay, gut. So viel weiter seid ihr auch nicht gekommen. Okay, komm, nächste Runde. Ja. Aber bitte wieder. Nee, easy. Ich, ohne Scheiß, so weit war ich nicht mal. Also, das war mein voller Ernst. So viel besser wart ihr denn doch nicht. So, zurück bitte. Ich gehe gleich wieder das Go. Rechts auf ID bitte. Genau. So. Alle bereit? Yes. Sandro ist wieder am Pad. Das können wir. Sandro gegen Doom, es geht los. Kriegen wir das jetzt Punkte? 3, N, 5, 6, H, O, R, warum geht es? Moment mal, O geht man, 0, O geht man. R, S, G. Ah ja, da war ja was, steht ihm noch. Zack, schon wieder Sandro, ey. Wenigstens also, das kann ich. Das kann er. Es zählt nicht ganz in die Wertung rein, aber es ist okay. So, wir haben... Oh, ey, stehen lassen! Zu spät. Welches Mario, welches... Wähle einen Speicherplatz. Du musst zurück, du musst aufs Spielen. Ja, warte mal, ein bisschen Kabel. Genau, lass den wieder an, Sandro, einmal. Dann lesen wir einmal kurz durch, von wem der kommt. Der kommt von Dadude 1987. Dadude. Ja, super, was SMBU Castle Speedrun heißt das Ding. Mhm. 7,31 Abschlussrate. 49 Versuche. Geh mal raus hier. Weltrekord 21. Und es ist wieder hier der Meister mit dem Fisch. Das ist wohl der krasseste im Super Mario Maker 2. Oder es gibt mehrere Leute mit Fischen. Oder es okay, seid ihr bereit? Das ist eine Gemeinde, das ist eine Religion. Doom? Yes. Sandro? Spielst du gerade? Ja. Bereit? Okay, weiß dann ich noch nicht, aber Timer bitte ready machen. Wir starten Runde 2 in 3, 2, 1 und go! 10 Minuten Zeit. Schönes Welches Mario ist das jetzt? Ja, ey. Komm. Wii U oder so? Also hier die Mario Bros. Ja. Kleiner Vorsprung hier für Team Rechts. Doom am Apparat. Ach, am Apparillo. Ah. Da wollt ihr direkt reinstarten und den Vorsprung ausnutzen. Den hat er jetzt schon verspielt. Erbärmlich. Erbärmlich. Das war erbärmlich. Selbstmord ist keine Lösung. Ja, niemals. Man muss ein bisschen anlaufen. Der Doom, ey, der tanzt ja schon mal. Oh, da muss der Wandsprung nach oben. Okay, Wandsprung. Ich bin mir nicht sicher. Okay, ich versuch einfach durchzubauen. Ja, du kannst auch nicht hoch, oder? Das ist ein... Sandro hier noch aktuell ein bisschen vorsichtiger unterwegs. Darf ich doll springen? Fuck! Und Doom fällt runter und fängt wieder von vorne an. Aber das ist schon gut raus. Ja, und ja, aber es sind so Babysprünge. Wahrscheinlich musst du hüpfen und dann gleich nochmal hüpfen. Ja, das ist echt. Ja, wunderbar. Jetzt den Balljump. Fuck! Das war zu leicht. Ich hab kein Gefühl im Lauf. Muss man echt gucken, wie lange man die Sprungtaste hält. Das tut mir leid. Das war schlecht für dieses Spiel. Ja. Mann! Du Na, wie geht's euch, Hä? Team Links? Super, Alter, war kann ein bisschen an der Wand. Ich kann schon mal an der Wand, der Hydro steigt. Was? Weiß ich nicht. Dann nehme ich da. Ja, geil. Versuche ich erstmal ein bisschen an der Wand. Nichts für Loben? Okay, nicht mehr loben. Hä? Geh erst mich. Was? Sorry. Wie viele Stunden haben wir noch? So. Es tut mir leid, lieber Tom, Mann. Oder Frau. Das ist derbe frustrierend, Alter. So, die Kommentatorenkabine guckt sich beide Teams an. Ist absolut parteiisch für Team Rechts. Da gibt es auch keine Diskussion darüber, aus dem folgenden Grund, weil Team Rechts einfach mega stark ist. Ja, aber wenn ich mit denen was machen kann. Man sieht es jetzt schon, Strategie von Team Rechts aktuell, Mirko und Doom, war eher auf die Lernkurve zu vertrauen, ins Spiel zu kommen. Es ist die zweite Runde heute am Beans vs. Super Mario Maker 2. Weißt du, das wie ist man wieder so ein typisches macht? Ding, wenn man es selber macht. Walljumps halt, also rechts ranspringen, dann links drücken und wieder springen. Ja, genau, das habe ich gerade versucht. Easy peasy. Ich meine, das halt... Das ist Ja, wir erkennen schon hier gibt's ja auch, ein ja R, den Buchstaben R. Okay, also einfach doppelt. Von dem Erbauer.
weiß nicht. So wie man dieser Map. Videospiel macht. Was hat er sich dabei gedacht? Oh, hat er dieses Level vielleicht sogar explizit für den Beams vs. Tag heute hier angelegt? Ja! Ist er vielleicht auch schon im Vorfeld für Team Rechts gewesen, daher auch der Buchstabe, man weiß es nicht. Sandro hat geschrien. Warum hast du geschrien, Sandro? Frustration nennt sich das. 3 Minuten sind bereits vergangen. Nach mathematischen Berechnungen bleiben also noch 7 Minuten Zeit. Und aktuell ist Team Rechts weiter im Level. Geschmeidiger unterwegs. Aber immer wieder dieser Scheiß hält Team Rechts von ihrem eigenen Erfolg ab. Sie stehen sich selber im Weg. Doom und Mirko. Weißt du, was mir im Weg steht? Deine Stimme. Was steht dir im Weg? Was? Nein, dieser Druck von hinten, dieser. Das ist kein Druck, es ist Häme. Oh, das hat viel nicht funktioniert. Jetzt hör mal nicht auf. Willst du mitspielen? Ich glaube, Team Links könnte Hilfe gebrauchen. Ich wette, Tadeus ist mega krass. Ich guck noch mal ein bisschen in den Chat hinein. Beim nächsten Mal Haus an Haus müssen wir den Ebenbums auch machen. Ey, wieso geht das nicht? Ich glaube, ich muss nach oben drücken oder so. Jetzt blöd ist, du kannst das da. Du bist eigentlich eine Person, die sehr viel Druck vertragen kann. Die es schafft, im Alltag mit dem Handwerk klarzukommen, sich ganz klare Regeln zu setzen. Gerät häufig in den Flow, was Code und was Design angeht. Aber Mario Maker, Super Mario Maker 2 wird ihm dann zum Verhängnis. Er kontrolliert sich nicht mehr, rastet aus. Feuerbälle werden zu seinem roten Tuch. Ich frag mich, ob du da eine Art Sprung. Nimmst du gerade sprichst du gerade ein Gewicht weg? Ja, ich hab nichts zu tun. Abspringen, damit ey, gerade geht wirklich gar nichts flache Kurve. Sandro, finde deine Ruhe, ja so finde dein Krafttier. Ich schaff den einfachsten Sprung. Ja, jetzt konzentriere dich mal nicht lieber Budimann und nicht. Aber weißt du, ich bin ja nur am Tönen. Wenn man zurückrennt, ist es genau umgekehrt. Eigentlich bin ich ja neutral. Ich könnte ja theoretisch auch mal Team Links machen, oder? Mittlere Sprünge, große Sprünge. Darf ich gleich mal? Ey, dieser dumme Bolter. Kannst du mal bitte große Sprünge? Mal los, komm, ich versuche mal. Ich hab das mal gemacht. Ja, mach doch weiter. Aber dreimal hat er nicht geklappt. Ich mach's. Hälfte der Zeit ist oben. 5 Minuten, Hälfte der Zeit. Nice. Dieser Bolter! Ja, sag ich doch. Genau das. Ja! Ah, okay, das war dumm, weil. Ja. Das war dumm. Darf ich mal ausprobieren? Ja, wenn du. Ja, geil, ja, wenn du das kannst, easy, dann musst du ein bisschen vorkommen. Mann, ey, das ist zum Kotzen. Jawohl. Jetzt ein klein. Muss man dann nach oben drücken oder so? Oder was geht da? Ich vergesse die immer wieder! Ich freu mich immer, dass ich oben angekommen bin. Aber davor. Und denke so, okay, jetzt die nächste Challenge. Halt ganz doll nach rechts. Ja, ich kann links erstmal an. Sag dir das auch nochmal. Oh, jawohl. Ja, ich glaube, im Flow bist du. Scheiße! Was, kleiner Sprung. Dummbatz, wie geht der Walljump? So. Wie geht der Walljump? Jetzt Walljump-Experte, wie man. Muss ich triggern? Darf ich mal kurz was. Doom, einmal kurz Hilfe. Walljump, müssen wir irgendwas. An die Wand drücken. Also und dann in Richtung der Wand drücken und dann auch noch im richtigen Moment springen. Aber wie ging denn nochmal dieser scheiß Sprung? Klingt ja also super einfach. Nee, es gibt so einen anderen. Achso, du hast einen anderen Sprung. Stopp, da hab ich einfach nicht. Ah, okay, einfach die falsche Richtung. Also wirklich einfach nur in die Richtung drücken. Okay. Also halt rechts gedrückt gleich. Oder du machst halt so einen Spin-Jump. Aber dann funktioniert der auf Feuerfunken? Also naja, nee, aber wenn du halt. Dann ist es dann sinnvoll, weißt du? Dann kannst du deine Höhe. Was ist denn? Dann kannst du deine Höhe nochmal regulieren, wenn du wieder dort bist. Das ist nicht da oben rein. Das ist die Schulter. Never. Bevor du diese Stacheln triffst, machst du diesen Drehsprung, dadurch regulierst du ein bisschen deine Höhe. Nee, erst wenn du im Sprung bist, so, guck, dann kannst du deine Höhe regulieren. Ah, okay. Cool. Fancy. Ah, okay. Also, aber wenn er vor. Nee, wenn er. Oben warten? Nee, wenn er gerade ganz. Nee, dann auch nicht. Höhe regulieren. So zum Beispiel. Ah. Fuck, aber ja, ich. Jetzt weiß ich ungefähr, was. Bocca Miseria! Die gleiche Scheiße wie vorhin, ey. Die gleiche dumme Stelle. Es gibt auch noch. Es sind schon 10 Minuten, ey. Mirko ist eine Maschine. Ja, trotzdem noch nicht geschafft, ne? Eine Minute, 2 Minuten und 30 Sekunden bleiben nur noch übrig. Und wir haben das Ende des Levels noch gar nicht gesehen. Nee. I'm okay. Wir haben original den ersten Buchstaben. Oh. Ey, komm, jetzt lass mich auch mal. Ich will, das ist, ja, das bitte. Richt mich auf, ey. Buddy, der versuch's. Yes?
Wir nennen die Teams anders. Und zwar, okay. Links ist Team Mario, rechts ist Team Luigi. Ja, okay. Für die Pappaufsteller hinten. Das kam aus der Community. Danke. Das ist schlau. Sehr schlau. Wir sind Green Mario. So, dieser Sprung. Okay. Der fickt mich. Okay, den krieg ich hin. Nein, Mike, komm schnell, einmal wenigstens ein Level schon mal durch. Ja, alles klar. Oh. So, also wir sind Team. Wir lassen uns mal den Altmeister machen. Ach du Hell. Scheiße. Ich weiß nicht, ob das die Messe ist. Okay, wie soll das jetzt zwei gehen? Minuten noch. Oh nein. Komm. Naja, mit gutem Timing. Ja, wir müssen uns mal mehr abpassen. Oh, okay. Jetzt. Müssen wir hier hinsetzen? Nee, ich bleib jetzt hier. Ich mach jetzt einen Flow. Ja, und einen großen. Man kann ja nicht eine Bombe. Also wie das andere. Wir sind zu dumm. Nein, komm jetzt. Das ist machbar. Ich will nicht mehr hier. Zock die Scheiße, Alter. Dieser dumme One Jump, wie kann man den denn nicht schaffen? Digga, entspann dich. Easy. Oh, das kann. Ja, warte. Come on. Team Luigi! Woo! Green Mario. Wieder. Schon wieder? Gierig, ey. Voll Chance. Nein, eine Minute nur noch. Das muss jetzt schon. Fuck. Ja, der Levelzeit machen. Der Drops ist möglicherweise gelutscht. Ja. Das macht total Sinn. Also, weil ja, aber ist ja ein Speedrun. Der würde ja nicht so mega lang sein. Die weiter ja noch? Ja. Scheiße. Aber wir haben bestimmt nur Level vorgeschlagen bekommen in unter 10 Minuten. Drück. So, da hilft der Altmeister an der Wand hoch. Großer Sprung, mittlerer Sprung, kleiner Sprung. Schön rüber geglitscht. Jetzt so, die Stacheln. Nein, die Stacheln! Ich sag's ja. Es reichen 20 Sekunden aus, ich weiß, ich glaube nicht. Einen Ehrenwalljump will ich noch schaffen. Oh, einmal so durchwaschen jetzt. Glitches sind erlaubt. Ich gehört. Zehn. Ja, 8, 7, perfekt. 6. Ah! Oh Mann! Ich bin jetzt schon Enttäuschung pur, ja. Scheiße, gedacht. Ja, fuck. Der Bulli macht nur das nächste Level. Schön. Hat viel Schönes. Scheiße. Oh Mann, ey. Das war enttäuschend für alle. Einfach für alle enttäuschend. Du wolltest uns retten, das war eine große Heldentat, aber leider. Wo will ich jetzt dein Level aus? Du, Max, einmal hast du gute Augen, kannst du in den Chat gucken, ob die Leute mega begeistert sind. Ich muss aber den Chat einmal runterscrollen. Ah, okay, trotzdem. Der ist nämlich nicht nach ganz unten. Also, Dankeschön. Mach selber. Ah, du bist ja der Allergeilste! Hey, Dankeschön, Community, für die sehr sinnvollen. Danke, als Luigi. Raffo hat uns das jetzt eingerichtet. Danke, Raffo. So, okay. Dann es steht nach zwei Leveln aus der Community, die ihr bei uns ins Forum reingeballert habt, 0-0. Vielleicht wäre es lustiger, wenn wir sogar Minuszahlen kriegen, aber nein, das ist jetzt zu aufwendig. Nee, da gibt's nichts zu applausieren. Okay, so, Doom liest den nächsten Code vor, von oben, der nicht durchgestrichen ist. Ja. Aber erst, wenn Max bereit ist. Bin bereit. Seid ihr bereit? Das schaffe ich vielleicht. Erstmal. Gut, ist auch bereit. Okay. Seid ihr bereit, Teamarbeit? Dann, die nächste Eingaberunde startet und sie lautet S N P Warte mal. T W B V R F. Okay, dann seid ihr jetzt. Ja, Pam! Was, TV? TWB? TWB? Carsten Eisenstein ist ja super. V, R, F. Friedrich? Okay. Also, wer sich messen lassen möchte, wer denkt, sind die schlecht? Ja, dann nehmt ihr euch mal 10 Minuten Zeit und ihr habt zufällig das Spiel. Ihr habt 10 Minuten Zeit und schlagt erstmal Eyeless, weil Eyeless war bis dato in allen drei Maps immer der Rekordhalter. Wer auch immer Eyeless ist. Echt? Ja, in jedem. Und das gibt uns auch die Zeit. 36-0-11 müssen wir schlagen. Ja, mach mal. Die Besten der Welt. P, nicht B. Das sind 36 Sekunden. Ja, das schaffen wir doch, oder? Also SNP, T, sind die Teams ausgeglichen. Du bist Team Mario, Dennis. Gespielte Male 34. Hier sehen wir das Level auch nochmal. Da hinten, die, glaub ich, wir sehen auch, wer es geschafft hat.
Bin ich jetzt bin schon freiwillig Team Luigi? Alter, wir kriegen einen scheiß Green Mario. S-N-P. T. B. VRF. Der Schisser, Alter. Luigi ist bei Smash. Mit seinem Staubsauger durch irgendwelche kaputten Herrenhäuser. Okay, ja. Mario, der macht wenigstens die Rohre sauber. Wir gehen wieder auf. Der hat wenigstens Sinn in der Gesellschaft. Ja, noch? Ja. Ja, besser ist. Ich bin froh, dass einer die Geister wegsaugt. Ach, die tun doch nichts. Willst du, oder? Achso, hier, Dennis. Wir haben ein neues Teammitglied. Dennis, willst du spielen? Direkt mal? Ja. Ja. Okay, damit ist Dennis automatisch rüber. Hallo, Dennis. Achso, warte, du brauchst noch... Bist du nicht Team Luigi, oder bist du Mario? Ja, hallo. Du Schwein. Ja, du brauchst erstmal ein Mic, oder? Hallo! Hä, bist du nicht hier? Dann wegen Kamera. Alter, Dennis, ey, du Schwein. Okay, dann sieht man dich ja nicht. So. Wir zählen ja gemeinsam ein. Warte. Ja, okay. Wir haben übrigens beim letzten Mario Maker haben wir zusammen im Team gespielt. Das ist 800 Jahre her. Ja. Bist du besser geworden? Nein. Und du? Scheiße. Super aus dazu. Sandro, magst du Gong? Wie steuert man das? Sandro, ziel von 3 runter, auch Gong und dann geht's los. Willst du? nee. Achso, du musst aber die Keule halten. Achso, ja. Okay. Ziel runter, 3, 2, 1, Gong und dann geht's los. 3, 2, 1. Der war sehr. Mit sehr viel Gefühl. Super Luigi! Also Team Luigi! Fampf kann den Skill wieder für den Chat. Scheiße. Kannst bekämpfen. Scheiße, komm. Hört man ja gar nicht, was Dennis sagt. Ich will die Frage, macht man auf Speed? Oh, das stimmt. Oder sammelt man die Fragezeichen ich einfach mal das ein, um vielleicht einen Pilz zu ergattern? Da kommen die fetten Stampfer. Dennis, wie fühlt sich das an? So gierig! Oder Dennis, jetzt, Alter! Jetzt, chill mal, lenk ihn ab. Scheiße! Es fühlt sich an wie Mario halt. Ach, shit. Ja. Da kann man durchrennen, sehr gut. Mit wem hast du beim letzten Checkpoint, nice. Spiel gespielt? Also bei Super Mario Maker 1? Mit Budi. Nur mit Budi? Ja. Ich kenne also Budis Tricks. Shit. Ja, Dennis ist gerade gestorben. Immer mit der Ruhe. Also immer mit der Ruhe. Ein Kampf der Psychologie. Oh, dieses scheiß Feuerspeien. Jetzt Linky nicht. Gegen Budi zu spielen ist immer ein Kampf der Psychologie. Der was? Philosophie, habe ich gehört? Nein. Oh, interessant. Ja, lass uns darüber reden. Hallo. Psychologie. Oh. Also nicht dein Hauptfach. Woher wusstest du, dass du da rein? Ausprobiert. Ist, glaube ich, nur ein Zusatzraum, oder? Machst das sehr gut. Das scheint nichts zu sein. Ja, oder man kann da vielleicht. Alter! Das ist auch eine gebaute Abkürzung. Oder da, das. Man kann da noch rüber. Nein! Ich gehe schon! Du kannst da nicht auf den Rauch springen. Ja, mit dem. Ach, Idiote. Oh, okay, sehr gut. Okay. Oh. Ja, das ist besser. Scheiß lange okay. Passage. Hä, wie macht man denn die? Was ist du musst dieser, rechts vielleicht weiter? Nee, aber was ist mit dieser riesen Axt da? Wozu ist die gut? Ah, okay. Das hat uns die Siege gekostet! Ja, ich schnauze jetzt! Jetzt hat aber irgendwas ungelesen. Noch haben wir erst 1 Minute 40 gespielt. Ja, jetzt ist, ja. Wieso? Die anderen sind jetzt fertig. Wie, echt? Ja, ja. Quatsch. Hä? Du nicht, Buddy? Hä? Fuck! Ja, Mann! Erster Punkt! Oh, nein! Mann! Guter Mann! Oh, GG! Oh, nein, ey! Oh, geil, wie du neben der Axt stehst. Ja, was mach ich denn jetzt hier? Ja, ich dachte, ich lasse euch vielleicht noch mal ein paar Minuten zum Aufholen. Ja, ist klar. Team Mario, 1. Einfach beenden, oder? Team Luigi. Ja. Okay, das war's, dann darf ich jetzt zum Buffet. Stopp. Ich glaube, ein weiterer Punkt wird schon heute Dennis kannte die Regeln nicht, aber das ist okay. Wer das Level beendet, muss den Gong machen und erst dann zählt es als beendet. Das hat er sich gerade ausgedacht. Kannst du trotzdem noch machen. Ja, aber es ist doch spannend. Wenn wir noch zusätzlich, wenn wir gleich nah dran sind, dann geht's auch noch um den Weg dahin. Das ist super. Gar nicht, denn. Gong, Schlag. Minus 5! Was? Bitte? Tada. Was ist das denn, ey? Ja, komm, okay. Nächste Runde. So nächste Runde. So. Ich glaube, da ist Mirko wieder dran. Du. Okay, was muss ich in den Levels irgendwie mal. Wenn man merkt, dass einer nicht weiterkommt. Hey, ja, wenn du wirklich so eine Frustgrenze überschreitest, dann gib mir ruhig Hatte. Ja, aber wenn sonst dann würde ich dich nicht zwingen. Okay, du. Okay, also, neues Level. Okay, Max, neues Level. Neues Level. Jo. Okay, alle bereit? Ja. Okay, H, B, K. 6, 0, T. K, sehr gut. T, F. Yes! Luigi!
Und diesmal auch alles richtig eingegeben. Luigi sind so sauschnell. Okay, damit steht es 2-2 in der Code-Eingabe. Ja. Ja. Viertes Level, 10 Minuten. Aber ganz kurz auf die Specs, auf die Level-Infos bitte. Das also 39% ist Abschlussrate, das ist nicht schlecht. Das kann man machen. Ja, das stimmt. Auch schon wieder Eiles. Weltrekord bei 56 Sekunden. Einmal kurz reingehen. Jim Pansy Eiles hat uns reingeschickt. Vielleicht war der auch schon am Hundearsch. Eiles wieder. Okay, das war's an Infos erstmal. Dankeschön auf jeden Fall an alle, die das was eingesendet haben. Hammergeil. Alle bereit? Dennis gegen Mirko? Yes. Es geht los in 3, 2, 1. Oh, ich hab schon gedrückt, sorry. Ja. Ich bin so eingeschüchtert durch Dennis. Frühstart, Mirko. Schlägt mich auf der Arbeit auch immer. Auch interessante Taktik. Das ist noch was aufzuholen. Ich lasse eben andere spielen. Wählen Sie sich siegessicher. Ah, okay. Ja, du bist ein bisschen rutschen, aber das Level ist einfach. Das hat 39%. Das schaffst du auch. Sehr gut. Muss ihn wieder triggern. Und noch einmal, damit er nach hinten durch. Ich bin so dumm. Ist gut. Ich wollte wieder hochspringen. Da ist die Lücke, Den hätte ich mich nicht. Dennis spielt gerade ein bisschen defensiver, hat sich dadurch weiter ins Level spielen können. Mirko war zu gierig. Er ist jung. Er ist hungrig. Das ist frische Blut. Das ist Dennis dagegen stehen, abgeklärt. Toll. Oh nein! Nein, ich fahr das bestimmt runter. Mal. Was hattest du da gerade vor? Oh nein, nicht gierig, nicht gierig. Ich bin auch gierig. Mirko! Das Sales-Abteilung, da kannst du gierig sein. Du musst dich wahrscheinlich hochwirbeln lassen von dem Bums da. Oh, was? Du musst! Das hat aber nicht, der wurde gar nicht berührt. Hitbox. Ja, eben. Horror. Ach, krass, wieder Ausgleich. 10 Minuten Zeit. Wer jetzt erst frisch dazugeschaltet hat, herzlich willkommen. Einmal kurz die Grundregel. Beans Versus, wir spielen Team Luigi gegen Team Mario. Jedes Level, was uns von der Community eingeschickt wurde, wird 10 Minuten gespielt. Wer es innerhalb der 10 Minuten schafft, welches Team kriegt einen Punkt. Dann wird auch gewechselt. Das ist ja fies! Alter, Icy, ey. Jawohl, Mirko, souverän, jawohl. Baller sie weg. Lass dir nichts erzählen, Dennis, du bist super. Genau, jetzt bist du nämlich auch fast da. Holte sich auch noch die Münze. Alles ist richtig, alles ist entspannt, sehr gut. Nice. Er bleibt auch. Du hast genug Tight! Kann man nicht mit dem Drehsprung? Ach, ja, mit dem Drehsprung, ja. Ja, mach den mal. Nee, Drehsprung. Kannst du da auf den drauf hüpfen oder nicht? Hä? Jetzt. Ich mach die Münzen einfach. Ich glaub, da kommt der große. Alter. Okay. Oh, fuck. Mirko! Oh Gott. Spring weg, bevor er wiederkommt oder so. Jetzt beide auf gleicher Höhe. Sehr, sehr spannend. Gleiche Voraussetzung. Bei Dennis hat diese Hürde bereits geschafft und. Nee, du musst rechts abschließen. Du musst die Dinger wahrscheinlich alle einsammeln. Oder einen davon. Okay. Oh, super spannend. 2 Minuten 40 im Match. Dennis. Ja. Ganz genau knapp davor. Jetzt an beider Stelle wieder. Wieder geschafft. Mirko, perfekt. Aber. Oh Gott, gleich auch. Dennis hat schon zwei. Die letzte Münze noch. Mirko, komm nicht hinterher. Ist das das Ende von Dennis? Nice. Es geht weiter. Mirko hat noch eine Chance. Spring doch da hoch. Ganz ruhig, Mirko. Ganz ruhig. Ja! Ja. Gong. Geiler Die Gong, Alter. Du musst auf den Gong. Der spielt. Guck mal, noch hast du eine Chance. Solange er nicht gongt, ist alles in Ordnung. Komm, Mirko. Da ist er. Team Mario. Fuck, ey. Mit dem erneuten... Dennis ist Geheimwaffe. Punkte. Dennis ist, als hätten wir einen Cheat eingegeben. Leute, das ist Mario. Das ist Videospielen 101. Ja, ey, ich will jetzt nochmal gegen Dennis spielen, den Penner. Komm, dann mach mal. Also los. Okay, dann mach einen noch. Darf ich nicht, oder? Ja, sicher. Ja? Ein kleines. Du brennst. Brennst ja wohl. Dennis hier so ein bisschen. Ey, irgendwann bricht auch jede Strähne. Okay, wir müssen die durchstreichen, bitte, die Codes. CC. Die HBH hatten wir gerade. Haha. Gut, dann bitte an die Codeeingabe. Warte. Und es ist T85DPYQ4G. Jo. Ja. Und es ist ein Rätsel. Q4G? Q4G, ja.
Warehouse, Next Order von Maradona. Ja, Abschlussrate. Das wird schwer. Da haben wir wenig Versuche. 3 Minuten 38, beste Alter. Zeit. Das wird knapp. 23 Mal wurde der bereits gespielt. Oder was? Wieder Eiles. Was ist denn mit Eiles los, Alter? Eine Maschine. Ja, hat er richtig Bock hier, der Eiles. Einmal kurz runterladen, vorsichtshalber. Hast du schon gemacht? Nee. Das war da so, Mann. Ist das die Musik aus Mario Paint? Nee, das war bum, 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 bum. So. Ah, shit, ich hab auf Spielen gedrückt. Entschuldigung, ich hab auf Spielen gedrückt. Dann, drück Pause. Dann warte ich jetzt. Ja, oder geh nochmal raus. Malcolm, magst du nochmal gongen? Also soll ich schon reinladen? Ja, geh mal rein. Geh mal rein, ich warte jetzt hier. Ich lass jetzt laufen. Hey, Team Luigi, du musst jetzt mal rankommen. Ja, wir brauchen noch... Wahrscheinlich irritiert er sich selber mehr. Ihr habt wenigstens so gut angefangen. Allgemein. Seid ihr ready? Ja, okay, wir werden soweit. Und... Ja, Regie? Ja, gut, ist... Zeig uns, was du kannst, Rudi. Alter, was... Ja, okay. Okay. Achso, da ist eine Schlüsseltür, das heißt, wir brauchen einen Schlüssel. Oh. Okay, dumm, das hört ja auf. Ah, okay, scheiße. Oh, okay. Die On-und-Off-Dinger gehen auch aus, ne? Sehe ich das richtig? Ne, die On-und-Off sind das entweder blau oder rot. Vielleicht halt durch den, ja, durch den rechten. Das, ach, da oben ist noch was. Da links oder links auch noch. Durch den dunklen? Ja. Warte, ich glaube, ich muss zählen, dass der jetzt nicht zu viel ist. Ach so. Warum bin ich denn da eben scheiße? Okay, das geht doch wieder zu. Scheiße, okay. Ja, aber du hattest es ja gerade eben schon. Du musst nur noch rüberspringen. Jetzt weißt du, dass du rüberspringen musst. Jetzt. Nee. Oh, ich dummbart! Smart. Das ist ungefähr 5 Sekunden, bevor es weggeht. Schön. Dumm. Und auch vom Boden auf die Treppen? Ohne den. Ach, nee. Ein zu viel. Scheiße, ich brauch zu lange. Hochkonzentriert hier. Fuck! Beide. Das ist ja nur ein Leben, ne? Also. Nicht. Brauchen wir ja. Wir brauchen ja einen Pilz, um die Blöcke kaputt zu machen, oder sehe ich das falsch? Ey, ich raste aus, echt. Aber keinen Sinn. Oder muss ich irgendwie diese On-and-Off-Dinger betätigen, ne? Bisher haben die keinen Sinn gezeigt. Also, links ist die Röhre, wo du rein musst und. Ja. Was ist denn überhaupt rechts? Ja! Ah, geil. Das ist eine Tür. Ja, das cool. Ich glaube, da bin ich eben das gekommen, wo ich. Ach ja, das ist ja nicht. Ich ja, ich glaube. Du brauchst ja nicht hingehen, das ist ja nur ein. Das führt uns hier in die Irre teilweise. Ja. Der Raketentruck am Anfang, das sind dann auch Röhren, wo man reingehen kann. Oh nein, echt? Ja, ohne Scheiß. Das ist ein fucking Rätsel oder was? Okay, da oben komme ich ja nirgends voran, ne? Ist richtig. Ja, ein Problem mit dem. Okay, da ist der Schlüssel. Und jetzt musst du dich. Jetzt musst du dir bauen, dass du in diese Glasröhre reinkommst. Genau. Kann man die benutzen, die Glasröhre? Hey. Hoffen wir doch. Du bist doch so eine Spezie. Alter, ich geh von ganz links. Ja. Mario, bist du bei LK1. Also, bei Mario mit 1. Ja, nice. Okay. Hab ich alles, was ich brauche? Ja, wir bauen noch. Gerade 2 Stück noch. Ach, so. Geh nochmal. Aber sie ist nicht umsonst da, glaube ich. Geh nochmal zurück. Aber sie sieht eher aus, als ob die eher materialisiert. Weil, links war eine weiße Röhre, vielleicht wenn du die Kisten da so stapelst, dass du da durchgehen kannst. Nein! Oh nein! Oh nein! Was ist das denn? Ah, Softlock. Scheiße! Ja, kacke, ich komme da nicht mehr raus. Reingeklatscht. Das kennt man aber nicht von Herrn Nintendo. Mario ist ganz traurig. Was soll ich denn jetzt machen? Muss ich neu starten, was? Wie startet man neu bei der Mühle? Scheiße. Naja, Neustart. Ja, so. Easy. Das ist unsere Chance, Miese. Jungs. Ja. Wir sind stuck. Das ist echt bitter. Und allein an des Glitches ist doch was. Oh, das Alter, hier kommen Tipps rein von der vierten Person. Denkst du, wir merken das nicht, oder was? Ja, aber das bringt ja gar nichts. Ja, toll. Ja, okay, der Tipp war völlig umsonst. Du musst da auf einer Kiste stehen, um da durchgehen zu können.
Ja, gut. Ich habe auch das Gefühl, das ist wieder nur Troll. Ich glaube auch. Nichts. Ich glaube, da ist nichts, oder? Ich meine, da könnte man da hoch, seht ihr? Kann springen wir da hoch? Ja, wobei, doch, es kann tatsächlich sein. Dann der Pau-Knopf macht die Tür hier. Ja, genau. Ich glaube auch, dass da leider was ist. Ach, scheiße, ey. Ja, und durch das Pau fallen dann die Kisten okay, du kannst auf jeden Fall die Kiste durch das Dings werfen, durch den Schlauch da, aber das bringt nichts so richtig. Außer du stehst halt selbst drauf. Aber das kommen wir jetzt nicht mehr durch, weil da die Kisten stehen. Ja, weiß ich, hab da Grafos Tipp. Werfen das wäre auch richtig geil. Das werden wir jetzt gleich sehen. Oh, ich raste aus. Ja, ganz ruhig. Ja, sehr gut. Ja, das macht echt Spaß, das Level. Du selbst kannst halt nicht durch. Ach so, okay. Die Info hättest du mir geben sollen, bevor ich die dahin gebaut habe. Ich habe ja nicht umsonst nur von den Kisten gesprochen. Einer nur. Ja, was passiert jetzt, wenn du eine durchwirfst? Nix. Ja, die landet dann da oben. Nee, von da. Wenn du jetzt dich selbst draufstellst, könnte es klappen, dass man da. Ja, aber wie soll denn das gehen, dass man sich selber draufstellt? Ja, das ist doch. Ja, du wirst komplett schnell, ne? Nein! Nein! Okay, du kannst das ist doch scheiße! Wenn du direkt kann davor stehst, dann kannst du durchgehen. Dann muss ich wieder zurück. Wenn ich rausgehe, dann gehst du. Oh, Treppe oder whatever. Nee. Der hat Zeit verloren jetzt. Guck mal, ob das resettet, wenn du wieder reinkommst. Ja. Aber achte darauf, dass du die Kisten nicht durchwirfst, weil sonst versperrt dir das den Weg. Scheiße. So wieder oben? Ja, zum Beispiel so. Vielleicht kommst du noch durch. Okay. Oder war das bei euch? Bei euch waren es auch zwei Kisten einfach, die davor waren. Aber übereinander, ne? Dass ihr nicht weiter konntet. Ja, in diesen Trolltipp. Also, ja, ihr kommt da jetzt auch nicht mehr durch. Naja, doch, oben? Das war genau so. Ach, ihr scheiße. Kommt einfach. Jetzt sind wir geschwiegen. Ja, wie gemein, ja. Ey. Das ist ja gemein, ey. Scheiße, ey. Oh, come on. Ja, ey, ich raste aus. Deswegen will ich ja durch die Röhre. Ich muss ja hier aber erstmal wieder. Nee, nicht mal das Level, sondern Amazon-Warenarbeit. Ja, exakt das, ey. Wenn es erlaubt ist. Hat niemand was gegen Kalle. Ich raste auf! Jetzt ist zu spät. Let's go. 4 Minuten nur noch? Ja, easy. Oh Gott. Easy. Das finde ich auch ganz toll. Jetzt hat er richtig Gedanken. Ja. Ui, der Meisterstapler. Echt, ey. Sieht aus, als wenn er das immer macht. Wo musst du denn hoch? Scheiße. Das glaube ich ein bisschen näher. Aber nicht da durchwerfen, Bulli. Ja, ja. Scheiße. Stimmt, das ist echt. Ein Versuch hat man, weil die landet ja. Nach ganz hinten. Und wenn man 2 durchwirft, hat man versagt. So wie ihr. Das oh, ja, 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 ich Idiot, ich Idiot. Vorsicht, Dennis. Kennst du noch den Punktestand? Wollen die einfach ablegen? Nee, eben nicht. Mann, ist auch mega dumm. Ja, ich hab Angst, dass ich das. Oh. Ah, die Level. Ich raste aus! Was mach ich jetzt? Kannst du nicht nach oben werfen, dass es dann nach unten. Quasi von der Wand oben. Oh ja, jetzt hast du es! Das ist natürlich viel. Nein! Ich Idiot! Oh, come on, bitte, es muss noch machbar sein, come on. Shit. Nee, wir haben den Schlüssel schon gesehen. Bonus-Scheiße. Egal, da kannst du durch. Ja, du lass noch einen. Ja, einen auf jeden Fall noch. Oh, Scheiße. Warum kann man die Kisten nicht einfach ablegen? Yeah! Ja, geil, natürlich. Idiot! Das ist ja niederträchtig, ey. Das ist ja wirklich. Shit. Hundsgemein. Ah. Unglaublich niederträchtig. Wir haben nur noch 50. Das in den Level kann man gar nicht stellen. 50 Sekunden Endgame. Ja, schaffe ich nicht. First try. Magie. Grobheit. Kannst du einfach durch? Ja, die sind, glaube ich, so lange. Kannst du nach oben werfen, Buddy? Nee, leider nicht. So wahnsinnig. Lange. Es macht mich krank! Wut, Trauer, Verzweiflung erniedrigt. Die letzten 2 Minuten jetzt. Versus Marvin Maker. Ja! Ja! Pass auf, die Stacheln kommen da gleich raus. Ah ja. Boah, wie schnell muss man denn? Ich glaube, du musst die Kiste mitnehmen, damit Scheiße. Du. Damit Alter, so kurz davor! Ach, das ist alles ein Arschloch! Dann starten mal in. Und der Schlüssel ist auch wieder weg, das schaffen wir nicht. Wir müssen alle Schlüssel kriegen. Aber 2 Minuten noch. Ja, das war's, ey. Das war's. Wird nichts mehr. Ja, wenigstens unentschieden, aber. Ja. Ach, jetzt komm, das reicht nicht, oder was? Blödes Viech. Ah, das ist super, ey. Super. Ja, mal gucken, ob ich den Schlüssel wenigstens kriege. So. Oh Mann, ey. Wie können wir die Spieler am besten abfucken? Was hab ich gemacht? Level voller Kisten abgelegt, einfach den Block. Nee. Klar, wirfst ihn ja nicht. Ich glaube, du musst sogar einen Block mit hochnehmen, oder? Oder kommst du da wo durch? Na, schauen wir mal.
Oh nee, versuch mal, dass man sich da, versuch mal, wenn du einen Block hast, dich zu ducken und dann den Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Dass man sich eine Kiste mitnimmt. Guck, dann kannst du den sofort abholen. Willst du, oder? Hab ich gerade bei Dennis abgeguckt. Okay, letzte Minute, Leute. Aber das... Trotzdem, ne, in der Zeit da rüber zu sprinten. Nein, du sollst ja nicht rüber sprinten. Ab, den immer ablegen und dich draufstellen. Ja, ich meine, wenn du oben bist. Ja, sag, mach ich ja. Du musst einen durchwerfen. Muss ja. Man, ja, ja, muss man. Ah, ja. Ja, aber wie viele soll ich denn, oder soll ich sie nehmen? Okay, hinterher. Nimm mal noch einmal. Achso, ja, nicht. Nee. Durchgehen. Nee. Wo kommst du da jetzt? Ja, das war's. Ja, aber das dauert doch viel zu lange. Ach, Quatsch. Oh. Alter! Nee, 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 nicht jetzt komplett zubauen, sondern halt, einen nach einer ja, Scheiße, komm ich dann ungefähr da einen ab, eine aber Ablegung. Ich kann halt, ich kann nee, halt nicht springen, weil das zu kurz ist. Wenn ich oben andotze, fliege ich sofort wieder runter in die Stadt. Oh, ich raste aus! Warum, wie lang ist denn die Nicht-Stachel-Periode? Ja, 15 Sekunden. Ist dran. Weiter, weiter. Und die letzten 10. Versuch die Kiste mal in die Mitte zu werfen, damit man zwischendurch draufstehen. Hey, oh, Alter, ich hab 5, Hitbox, 4, Hitbox-Horror. 3, 2, da will ich auf jeden Fall gerne mal das Video sehen. Wir haben zwei Schlüssel. Ja, wie seid ihr rübergekommen? Rübergelaufen. Oh, einfach in der Zeit. Ja. Wir träumen jetzt von Kisten und Fässern und Kisten und machen eine kurze Werbung und sind gleich wieder da. 2-0 für Team Mario. Scheiße! Herzlich willkommen zurück zu Beans vs. Super Mario Maker 2. Yes. Team Mario auf dieser Seite hier, das ist so diese Grenze. Die haben schon 2 Level geschafft. Dafür sind wir aber auch nur noch zu zweit. Wo ist er hin? Der Max. Team Mario. Max hat einfach aufgegeben. Scheiße. Physisch und mental einfach aufgegeben und geht jetzt wieder arbeiten. Wir sind immer noch da. Du. Ja, ja. Wir müssen irgendwie aufholen. Ich weiß noch nicht genau, was unsere Taktik dafür ist, aber gewinnen. Vielleicht kommen wir noch bessere Level. Bis 14 Uhr haben wir Zeit. alles kommt auf die Level. Nächstes spielen. Level, alles von euch eingeschickt. Sag ruhig, machen das Code Game. Das ist, geht nicht in Zahlenwertung, aber es hat für das Mentale. Fürs Mentale. Ja. Genau. Okay. Sag bereit, wenn ihr ready seid. Du kannst auch irgendeinen wählen, ne? Also wir müssen nicht nach Reihenfolge gehen. Ach doch, das ist doch einfacher. Jetzt hat er schon hier die Striche gemacht. Okay, Dennis. Achtung, es geht los. 1, P, 6, B, 1, M, 8, 9, G. Nochmal bitte. 1, P, 6, yes. B, 1, M, 8, 9, G. Was ist getan, Bubi? 8, 9, G. Ich war mir nicht sicher, ob ich einen vergessen habe, weil Mirko irgendwelche Buchstaben reingebracht hat. Scheiße. Das ist Mirkos Job. Damit verwirrst du uns alle, Mirko. Buchstaben. Oh, voll ich dachte, er bringt die Zahlen ein. Tiny Big World. Budi. Ja. Was ist denn jetzt deine Strategie, um... Nach 3 Minuten an Doom abgeben. Nee, jetzt abgeben. Levelversuche. Scheiße, ich hab gespielt immer schon jetzt das Goldstück dieses Formats. Ersteller von Rick777. Abschlussprüfung 2 Minuten und 15 Sekunden. Das sind die Daten zu diesem... Aber Weltrekordhalter ist diesmal nicht Eilis. Völlig neu. Caden. Caden 42. Das Gewicht des Gewinnmüssens liegt nicht so stark auf deinen Schultern, aber verlieren ist trotzdem scheiße. Er ist ein bisschen weniger Druck als vorhin. Ja, so aber mach dir keine nicht falsche Hoffnung. Wenn du verlierst, gibt's trotzdem Ärger. Scheiße, Mann. Okay. Spider-Man, oder? Ihr seid jetzt schon im Level. du machst doch Comics und so, oder? Udi, keine. Nicht so qualitativen Kommentare hier. Hast du schon starten? Glück? Ja, startet. Ihr seid schon im Level. Ihr seid schon im Level. Wir starten gleich ein. So, warte. Ja, ich warte noch, warte. Okay, bereit alle? Ja. Mirko, magst du mal gongen gleich? Ach so, ja sicher. Ja, Mirko macht das als Level 5. Seid ihr ready? Ja. Zähl ein. 3, 2, 1. Okay. Luigi! Was ist das denn? Ja, da kannst du willst. Du musst auch bei hoher Geschwindigkeit das Auto lenken können. Meinst du, da sind geheime Blöcke? Oh. Nein, aber eine Röhre. Mal. Durch die Röhre geht's nicht. Oh oh. Ich kann ich mal probieren, aber. Ja, okay. Ich glaube, du. Ja, doch. Was? Links ist ein Fragezeichen. Was? So? Wieso sind die so groß aus? Ja, ich Fische. Ja. Ja. Ja, schon mal schnell durch. So. In die Röhre, schnell. Der wäre doch nicht durchgekommen, meinst du? Doch. Ja. Okay, wenigstens. Pass auf, dass da nicht große rauskommen? Nee. Yoshi!
So. Nice. Nein, was machst du? Du hast es jetzt schon losgeschossen. Gut, weiter. Vielleicht ist er zufälligerweise... Nein, ist er nicht. Sandro ist... Gestorben, war aber schon... Ich glaube, du musst ja auf die... Du musst abspringen, oder was? Soll ich probieren, ob du nochmal in die Röhre kannst? Die hier vorne? Ja. Oh. Yoshi! Ah, ich fahr zurück. Der Doom! To the rescue! Da rein oder nicht? Nein! Ich weiß nicht. Nein! Also dich einfach zurück. Wo bin ich gelandet? Weiß noch nicht. Oh, da. Ah! Das bestimmt auch, oder? Ja, könnte gut sein. Nein! Nein! Weil die haben auf jeden Fall schon einen Yoshi und ich habe bis jetzt noch keine andere Möglichkeit gesehen, den zu bekommen. Team Luigi hier, richtig gut unterwegs. Da ja, kommt Team Mario aber aus der Wäsche. Sowieso. Oh, Team Luigi, richtig gut unterwegs. Oh, jetzt auch noch. Frage ist vorhin. Nein, geh mal nach oben, nach oben. Warte. Leg's ab, damit du es nicht kickst. Ja, warte. Bist du jetzt links oder rechts? Nein, geh noch ganz nach oben. Ganz nach oben. Wo war der Yoshi? Und da legst du es jetzt hin. Obwohl, nee, warte. Nee, wenn du wieder in die andere Welt gegangen wärst, dann hättest du den Yoshi bekommen. Ja. Da kommt, der fliegt ja nur, der schießt erst, wenn du auch unten bist. Ja, warte. Du bist gut genug, ne? Oh! Und jetzt nach unten drücken und einfach loslassen, genau. Und jetzt springst du damit hoch. Perfekt. Ah, fuck, sorry. Oi. Warte. Schief, Vorsicht auf Raupi. Oh! Was ist, wenn ich hier weitergehe? Ach, das da komm ich. Ja, das war so dumm. Ja, das ist ja kleiner, dann ist es ja viel geiler, hier zu gehen. Das war rutschen dumm. Kannst du auch, wenn du noch unten drückst, weil dann du musst... Ja, doch. Oh. What? Ja, guck mal, was da rechts ist. Alter, Doom! Oh. Nein, genau, hau die weg, hau die weg. Ja! Ja! Gong! Ich war irritiert von dem Schrei. Scheiße, Mann. Team Luigi! Schalalalalala! Oh, ist das super, ey. Der Doom! Yes. Haben wir eben geregelt. Und so fängt es an. So it begins. Ping! Ne, yes. Das war zu langsam. Das nächste ist ein. Ach ne, das darf man wahrscheinlich gar nicht sagen. Der Druck war nicht so hoch, Sandro, aber ein Verlieren ist trotzdem blöd gewesen. Maul. Dankeschön, Dankeschön. Hat sich gut angefühlt. Wie fühlen Sie sich nach Ihrem Sieg? Ja, der Trainer hat mir immer Bestes gegeben. Nico, kommen wir nach vorne. Klar. Gegen wen? Du spielst jetzt gegen Mirko. Du weißt, wenn du das nächste Level verlierst, wird Mirko dich mindestens ein Jahr damit aufziehen. Er ruft dich dafür sogar extra an. Zum Glück sitzt der nicht bei mir im Büro. Deswegen ruft er dich an, dafür gibt es Telefone. Da werde ich einfach die Umleitung vielleicht schön zu Max weiterleiten oder so. Diese typische Filmszene, wenn du dich nach dem Albtraum... Warte, das ist der zweite Zettel. So, weiter geht's. Mirko, ist extrem gruselig. Wir sind ja in einer Abteilung. Ja. Wir müssen ja zusammenhalten. Was willst du? Heute nicht. Nein. Eigentlich musst du Sandro gewinnen lassen. Seid ihr in der Abteilung der Intrigen? Das macht's. Ja. Ja. So, Achtung, seid ihr bereit? Geh in den Code-Eingabemodus. Der Mirko ist noch gar nicht so weit. Nee, tatsächlich nicht. Nochmal zurück. Da jetzt. Seid ihr bereit? Jo. Du auch? Ja. Sandro. 3 X M Y D N G 0 H. G 0 H. Yes! Alter, oh, Sandro! Was? What the fuck? Wow. Ja, den musst du. Den muss man auch ein bisschen prügeln, ja, damit der mal ein bisschen den Gas gibt. Die anderen runterladen, nur an der Konsole sitzen. Wann kommt Beans vs. Code-Eingabe? Ich will's endlich runterladen. Du bist doch sowas wie der Carsten Stahl von Rocket Beans. Sandro. Ich fühle mich geehrt. Das sind Dennis Jungs. Dennis, magst du einmal die auf Level-Infos gehen oder Sandro und einmal kurz vorlesen? Yeah, Lisa. Zähl jetzt bis 3. Also. Und dann kommst du. 1, 2. Was haben wir? Abschlussprüfung jetzt. Das Level ist wieder von Jim Panzer 1. Der hatten wir vorhin auch schon. Hallo Lisa. Schön, dass du da bist. Als erstes abgeschossen. Diesmal Weltrekordhalter nach wie vor Eiles, natürlich. Mhm, mhm. 12,5% Abschlussrate. Ach komm, sehen wir ja gleich. Gebaut ebenfalls von Jim Panzer. Bereit? Warte. Regie. Und wir zählen ein. Bitte das Spiel starten in 3, 2, 1. Eiles, sag mal Bescheid, wenn du im Chat. Boah, super synchron. 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 Erreicht das Ziel. Okay, darum geht das Level so schnell. Erreicht das Ziel mit dem Cooper-Auto oder was? Ja, ein Cooper-Auto. Brudi.
Lauf, Sandro, lauf! Oh, oh nein, ich stacke. Aber du kannst Walljump machen. Ah, ich komme da nicht. Notfalls. Die Klötze sehen aber geil aus. Ja. Oh, geiler Style auf jeden Fall. Los geht's. Komm ich da? Ja, doch. Sehr gut. Pass auf, genau rein. Ja, genau, das ist sehr gut. Geil. Sandro, lauf. Als würde am Ende des Levels der. Sehr gut. Was? Come on. Team Luigi! Stell dir vor, als würde am Ende des Levels eine riesen Schokotorte werden. Ich weiß es nicht, das schaffen 29 Sekunden. Ja. Andere Richtung. Ja. Glaubst du, du kannst es besser machen? Du hast nur 30 Sekunden das ganze Spiel. Fast and Furious. Gib Gas jetzt. Ich fühle mich wie Hopf. Zünde deinen Noss jetzt. Sehr gut, hoch. Sehr gut. Alter! Und pass aufs Trampolin auf. Das war leider die falsche. Los! Richtig, der Pfeil ging nach oben, du bist nach unten. Ich habe eine Oben-Unten-Schwäche. Nice. Und jetzt großer Sprung. Ey, Alter. Ganz ruhig, die sind auch. Was? Die sind auch nicht so gut. Kann ich den einfach überfahren vielleicht und dann. Auf ihn drauf. Mit auf den drauf gewinnst du, glaube ich, mehr Momentum. Genau, du musst auf den Bullet Bill. Oh! Genauso wie du bei dem drauf springst und höher springst. Und dann praktisch einfach die als Treppe benutzen gleich. Mhm. Jawoll! Sandro, Sandro weiter. Oh, das war. Oh, nein! Zeit abgelaufen. Naja, weil man muss ja mit dem Auto das Level beenden. Ja! Deswegen, aber zählt dann. Aber ne, deine allgemeine ja. Zeit war halt runter. Mir ne? Du hast nur. Okay. Gong! Mach! Das gibt's doch nicht. Ja! Der süße Zeit abgelaufen ist. Mirko! Er ist zu groß für die totale Kameraeinstellung und zu groß für dieses Level. Oh mein Gott. Sehr knapp auch an den Rekord. Spielter Vorsprung. Da ist die Zeit einfach abgelaufen, Mann. Hammer. So. Sonst hätte ich es gepackt. Aber ah, das nächste. Wie ist das mit den Anmerkungen? Darf man das sagen, was hinter den Level-Dingern steht? Naja, wenn du es kennst, dann wäre es ja ein Vorteil gegen den anderen. Deswegen kannst du auch einfach das sagen. Beim nächsten steht schwierig, wenige Checkpoints. Sandro. Also das Ding ist ja, Lisa will bestimmt auch spielen. Ist aber ja kein schwieriges. Genau, und deswegen kein schwieriges. Du kannst natürlich mir jetzt das Schwierige geben. Schaffst du das? Und danach spielt Lisa. Ich spuck auch gerne. Wenn du noch einmal deine Möglichkeit, diese zwei zu rehabilitieren. Jetzt finde ich fair, noch mal zwei Punkte? Das diskutieren wir gleich. Könnte man überlegen? Nö. Gib mal, wir müssen Sandro jetzt mal. Okay, pass auf. Ja, aber Sandro verliert ja sowieso. Ja. Wow. Okay, come on. Wir werden das Level spielen. Okay, wir machen das und danach kommt dann für Lisa ein ganz anderes Job. Was Schönes, Leichtes für Lisa. Okay. Seid ihr bereit? Ja. V7NS555XG. Fuck, Alter, bist du schnell! Ich mach den ganzen Tag nichts anderes als Codes eigentlich. Ich glaube auch. Bist ich eigentlich am schnellsten? Ja, das stimmt. Die Map kommt von Exolol. Der hat sein, um sein eigenes zu schlagen, hat er 4,39 gebraucht. Okay, das ist krass. Wirt hat es schon gespielt, sieht man hier. Einmal schnell runterladen. Weltrekord ist 4 Minuten 30 Sekunden. Alter, es gibt wenig Checkpoints. Irgendwo habe ich eben im Chat gelesen, dass man es gar nicht immer herunterladen müsste. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt oder nicht. Ich glaube, kann man direkt spielen. Sicherer. Okay. Ich glaube, ja, also, das ist eigentlich ganz nett, wenn wir das als Playlist einfach auf uns haben. Also, so stimmt, ja, das ist gut. Dann können wir es hinterher noch veröffentlichen. Können wir das Ganze nochmal üben, wer will, und danach machen wir nochmal eins. Und dann kann man die Playlist nicht veröffentlichen, dass die Leute das zu Hause nachspielen können? Cool. Ich denke schon, ja. Das wäre fantastisch. Alle bereit? Lisa, magst du die oder du? Ja, genau. 4 Minuten 27, ey, das wird richtig pain in the ass. Zu 1 bis 4, schon. Sandro, das ist eine komplett falsche Einstellung. Es wird ein super Spaß. Ein Kinderspiel wird das. Meine Freunde. Ich freue mich riesig. Es gibt nur Springen. Es geht los. Okay. In 3, 2, 1. Oh, wieder super synchron. Hammer. Richtig synchron wieder. Die Sieger alle Bowser. Spielt auch nur gegen Budi. Ist ja nur einer. Achso, na dann. Budi hat in den letzten 3 Jahren kein Videospiel gespielt. Regie blendet euch da unten auch nochmal den Levelcode ein fürs Nachspielen. Das ist sehr gut. Danke, Regie. Bin schnell, aber auch vorsichtig. Oh, Budi findet direkt den Weg. Schnell, aber auch vorsichtig. Oh, das ist ein Rätsel-Level. Sandro! Wow. Ja, das sieht gut aus. Wo geht's hin, Alter? Ich weiß, Alter. Das ist die Frage. Ich darf nicht sagen, was ich bei Budi gesehen habe. Das erfordert Geduld. Doch. Vor allem. Ich meine, wir sind in unserem Zug, ne? Ja. Ich habe auch nicht richtig aufgepasst gerade, ehrlich gesagt. In jede Richtung ist wahrscheinlich ein Schlüssel. Ja. Ein bisschen Mega-Man-Style, ne? Nein! Guck mal. Dein letzter Kick. Ich muss den. Ja.
Der ist ja nicht richtig. Der ist ja nicht umsonst. Konzentriert dich. Der ist ja nicht umsonst. Ich glaube, Gudi ist nach links abgebogen, nachdem er auf die Kletter stand. Aber man weiß ja nicht, ob das ist. Ich glaube, das ist wie so eine offene Map, dass du dir den Weg. Wie hast du den Drehsprung gemacht? Das ist quasi ein Metroidvania-Level. Mit den vorderen, I see. Kann ich auf der Kreissäge nähen? Da kann ich nicht drauf springen, oder? Nee. Was? Nee. Klar kannst du auf die Kreissäge. Ah, du bist so schnell. Das ist typisch Dennis. So. Wie, hä? Sorry, wenn ich dir Tipps gebe, aber okay. Hä? 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 Ist ja nicht drauf, ne? Ist ja seine Entscheidung. Sandro ist eben ganz easy rübergelaufen. Mhm. Oh, das ist gut. Oh, ja, das ist nicht so gut. Voll aber. Noch gerettet. Nein, was machst du denn? Zu hibbelig, zu hibbelig. Sandro, konzentrier dich! Das ist nur Booty. Ja, wunderbar. Musst du es mal wieder wiederholen. Fängt er von der Wippe runter, wenn ich zu schieben muss? Ja, ich glaub schon. Fängt er dann an zu laufen. Es ist sau anstrengend! Ja, die wippt halt, je nachdem, wo ich stehe. Oh, was ist das bitte? Fällst du dann runter, wenn sie zu schief ist? Ja. Muss nur für einen Run. Ja, wir haben noch 8 Minuten, ja. Kein Problem. Aber 2 Minuten, um sich mit einem Level erstmal vertraut zu machen, braucht. Ja, wir haben erst ein Viertel, ne, gesehen. Also, yeah. Das ist nicht besser gerade. Wir sind schon super weit, Mirko, du brauchst gar nicht so zu gucken. Mann, ich wollte. Ja, ich möchte so viel wie möglich von dem Level aufsaugen in den paar Minuten, die wir hier haben. Schön mit dem warte mal, nee, man fällt nicht automatisch runter. Also nicht komplett, ne? Nee. Oh. Der ist auch wirklich gemein. Ja, ja, da musst du halt mit Walljump machen, ne? Wahrscheinlich. Ja, stimmt, wenn das geht, dann kannst du da wahrscheinlich sogar ohne die, Alter. Ganz ruhig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da kannst du ja einfach drauf stehen. Ich kann natürlich auch erst einen anderen Weg, aber den müssen wir ja eh irgendwann schaffen, ne? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es da eine Reihenfolge gibt. Da ist der Key! Aber wir müssen den Bowser Jr. besiegen. Das ja, der ist wahrscheinlich. Das musst du ja hin und jetzt wieder zurück oder was? Der ist noch ärgerlicher. Ja. Ah, fuck off! Hab ich den jetzt oder hab ich den nicht? Nee, du bist ja jetzt gestorben. Ja, alles in einem Run oder was? Ja. Oh, bitte, Alter. Den einfachsten Sprung. Vor allem, wenn du dann auch noch wieder zurück musst. Das war das, wo in Klammern schwierig hinterstand, ne? Ja. Nicht das, was. Okay. Zu Recht, ja, zu Recht. Okay, aber. Ja, ist also eine Frage, wenn wird das bewertet, was er schwierig findet und was nicht. Richtig das hart. Stimmt was anderes als. Da muss man ja wirklich alles eigentlich erstmal ausprobieren. Ja, mit einigen lernen, ne? Anderen Leuten. Ja, das Level schaffen wir ja nie. Scheiße. Ja. Wollte ne? Ja, da muss das Timing einfach kippt. Stimmen. Du kannst natürlich auch vielleicht wirklich mal. Einen anderen Weg, guck mal, kurz mal gucken. Kurz mal. Ja, also es ist dein Gefühl, wenn du meinst, wenn du dich da jetzt festbeißen willst. Manchmal ist es ja dann vielleicht doch besser, erstmal noch was anderes zu machen. Ja, manchmal ist der Wurm drin, ne? Hier im Apfel. Bei den Büchern. Da musst du auch ein bisschen schmunzeln. Ja, da muss ich auch ein bisschen schmunzeln. Was hier abgeht. Röhre. Ah, da wird auch immer gleich angezeigt, was einen danach erwartet, glaube ich. Was das? Oh, aber das ist gerade so was. Ja, das. Bewegende Blöcke! Ah! Bist du durch? Nein. Ja. Das ist hart. Sound of Success. Ja, aber das ist so ein Level, das kann ich mir vorstellen, schön zu Hause 10.000 Mal probieren. Echt? Ich würde es verrückt machen. Spaßig aus. Das Souls-Level. Du stehst ein bisschen auf Schmerzen. Ne? Ich stehe auch richtig auf Schmerzen. Okay, die gehen immer unten links. Ist ja nichts Gutes, ne? Naja, aber nur. Lauf. Boah, der war fies. Ah, da war Budi eben auch schon. Leck mich! Nee? Achso, aber der musste auch über diese. Aber so schwer ist es eigentlich Bomben echt springen. Also, gehen das Level von der anderen Seite. Okay. Okay. Nein! Ich will wenigstens einmal wieder zurück ins Hauptlevel kommen. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Du kannst auch einen anderen Weg zurück. Warte mal. Geh mal ein Stück nach rechts. Ich will gucken. Okay, nee, da ist ja, aber das macht eigentlich keinen Sinn. Du kannst Sinn, die halt nicht nehmen. Bin ich wieder raus. Du musst ihn so eh machen. Du musst ihn sozusagen deswegen, freispielen. Ich dachte, das vielleicht hätte gerade man das Level weiter. Das ist alles nur Fake hier. Das ist richtig witzig. Und schon ist man sowas liebe ich. So. Ja. Das, schönes Troll-Level. Oh. Okay, oben sind auch welche, da kann man nicht rumfliegen. Der gleiche Fehler. Super dumm, Sandro. Hoch. Ja, sehr gut. So, da kommt wieder einer hoch. Gut. Ja. Oh, ich wollte gerade noch raufspringen, ey. Risk Runner, ey. So, da kommt wieder einer hoch. Da. Ja. Stark. Boah, Alter. Oh, das ist wie in Battletoads. Ja. Holy. Das ist. Du warst so weit.
Der Loser. Der Loser. Wer jetzt? Der Tonverantwortliche hat heute richtig Spaß. Yay. Im Chat gibt jemand den richtigen Hinweis, dass ihr jetzt schon einen Weltrekord spielen müsstet, um das Level noch in der gegebenen Zeit zu schaffen. Wir spielen doch hier nur auf Weltrekord. Ja. Geht um die Ehre. Muss ich wirklich komplett zurück? Ehre gibt's bei Penny für 2,50. Hier nicht mehr. Boah. Hier heißt das Stichwort heißt Überleben, Sandro. Zu gierig! Oh, es ist hart, ey. Es ist zum Kotzen. Ey, diese Pimmelflammen. Ja, bringt ja nichts, oder? Ich zieh das jetzt durch, gleich ist wieder jemand anders dran, oder? Oder will jemand anders mal probieren gerade? Ist irgendwie nicht so reizvoll. Ey, ich trink. Probier doch mal einen anderen Abschnitt. Gleich, ja. Einmal noch. Komm, du musst ja dann auch in die Röhre wiederkommen. Das heißt, du musst dann, bevor das Ding wieder zurückkommt, musst du es so positionieren, dass du. Nein, natürlich nicht. Ach nee, nach oben kann man auch reinspringen. Aber ich will trotzdem noch mal. Regie, ich bräuchte gleich mal so einen Stock mit so einem Nagel vorne. Für? Motivation. Kein Motivationsstock. Oh, jetzt bin ich auch so den zurückgegangen. Ich gehe mal jetzt einfach. Gibt's den bald auch im Merch-Shop dann? Motivationsstock. Ja. Lehrer kriegen Rabatt. 15,99. Oh, einfach so ein Stock aus dem Garten mit einem rostigen Nagel. Rostig muss er sein. Das ist ja. Es ist zum Kotzen, ey. So, was geht jetzt hier ab? Okay. So, rechts fange ich an. Spring ist da sehr, sehr... Ja, die kann halt nicht komplett kippen, ne? Unklug. Merkt ihr, wo die Flammen kommen? Ich muss gleich los, ich kann gar nicht spielen. Oh. Wie jetzt? Ich komme später nochmal. Ah, das ist bitter, okay. Super bitter. Das ist ein Trauerspiel. Noch 2 Minuten. Okay. Das ist hart, ey. Ich fühle deinen Schmerz. Ich fühle mich gerade wie die Zuschauer. Aber bei mir ist es ja auch nicht besser, deswegen. Der Rankenweg. Hattet ihr schon den Rankenweg? Ja, nee. Ist es nicht. So mehr oder weniger. War schön, wie Luigis Arsch da lang wickelt. Kontakt mit euren Scheißflammen. Auf. Oh, die kommt bis oben hin. Das ja, da hätte ich links hin müssen. Das ist ja einfach. Aber das ist scheiß Flamme, Alter. Ja, du, das ist Flamme, Segel, Sandro, da musst du Mittelweg finden. Oh. Was machst du denn? Zwischen Flamme und Segel. Konzentrier dich, lass dich nicht von dem Gelaber hier ablenken, Sandro. Vielleicht schaltet die letzte Minute. Oh, da kommt's. Die schaffe ich. Das wurde deutlich einfacher. Ja, das ist deutlich einfacher. Dumm. Letzte Minute läuft. Wollen wir rechts unten nochmal schauen? Da war ich, glaube ich, noch nicht. Da ist der Rankenweg. Damit wir alle 4 Wege mal gesehen haben hier. Alle 4 ohne... Ey, Alter, das ist richtig heftig. Ja, aber das ist hier auch nicht irgendwie Milch austragen, Sandro. Ja, ich will ja mal gucken, wer den Rankenweg jetzt schafft. Milch austragen. Oh, spielt ihr jetzt gleichzeitig? Beide haben gleichzeitig den Rankenweg. Okay. Ich will keinen Turm aufbauen, aber die Leute sehen euch beide jetzt parallel. Ja, aber Budi ist schon tot. Budi ist schon tot. Du hast einen ganz guten... Bleib einfach da jetzt stehen, leg den Controller hin und dann haben wir fast funktioniert das Spiel gewonnen. Nicht eigentlich. Es ist ja nicht Couch. Ich hol euch noch. Wer macht denn hier die Regeln? Ich hol euch noch. Die haben wir vorhin festgelegt. Da war ich nicht dabei. Wenn man weiter ist im Level, kriegt man trotzdem keinen Punkt. Ja. Oh Mann, ey. Lisa, willst du noch mal die letzten 10 Sekunden? Nee, du machst das jetzt. Ja. Okay, Papa. Meine Güte. Scheiße. Ja, komm. Guck mal, das ist eh nur noch 3 Minuten. Los, Buddy. Oh Mann, ey! Oh, ein trauriges Spiel. Ja, scheiße, ey. Das war ja nicht so befriedigend. Das ist eine reine Enttäuschung gewesen. Es ist eine reine Enttäuschung gewesen. Das Level war eigentlich super. Also, Ecolol, das war ja wohl eine reine Enttäuschung. Ich fand das Level super. Es ist ein schönes Level gewesen. So, Spielerwechsel. Doom wieder dran, ne? Doom ist, glaube ich, wieder dran, ja. Es bleibt bei 2 zu 2. Ich liebe Vorlesen. Vor allem schlechte Witze. Was ist denn los, Sandro? Guck mal, hier ist ein super einfaches. Freitag früh. Sandro, das machen wir jetzt nächstes für dich. Da steht super einfach dahinter. Alter, als wärst du hier der King, Alter. Jetzt würdest du so viel besser spielen. Wollen wir sonst vielleicht ein Team machen? Lisa, du kannst gerade nicht mehr. Wir machen tot. Ja, genau, wir machen tot. Wir machen tot. Und wir wechseln einfach immer nur zu zweit. Und dann sind wir in einer Stunde mit allen Leveln durch und dann gehen wir schön was essen.
Okay. So läuft das in der Mann der Straße, oder was? Ja. Sales und Marketing. Ja, weiter geht's, oder was? Alle bereit? Die ich nehme hier einmal den. Ja. Ging's gleich. Aber bitte erst den Mund leer machen. Achso, du liest gar nicht vor. Achso, soll ich vorlesen? Ach nee, Mirko liest macht das. Alles klar, seid ihr bereit? Ja. X, M, T, N, K, 2, N, N, G. Jo. Ja. Und jetzt sage ich 3, 2, 1 und starke 3. Ah, ja, ich war, Ach, shit. Wähnt euch in Sicherheit. Der alte Anfängerfehler. Alter, wer macht eine Plus-Taste auf dem Controller? Das ist kein Taschenrechner. Muss ich das jetzt wirklich also herunterladen, ne? Ja, es geht, ist Lego Ecolol eigentlich einfach nur ein alter Ego von Wirt oder so? Dass so viele Level von denen sein, kann? Ja. Ja, und er ist auch Eyeless, der die alle im Weltrekord. Das, ja. Das hier ist. Das ist ein Level von Ecolol. Der hat immer einen Fisch auf. Eyeless hat ihn wieder im Weltrekord. Das sieht eher aus wie ein Roboter mit so 213 Mal gespielt. Lautsprecher. Abschlussprüfung unter einer Minute. Weltrekord 35 Sekunden. Kriegen wir hin. Boom, ich glaube an dich. Ich gebe mein Bestes. Also 34 Sekunden schaffst du, ne? Okay, seid ihr bereit? Alle bereit. Lisa gibt das Go. Das ist ja schon wieder ein Eislevel. Ja, einmal auf Regie noch kurz warten. So. Lisa zieht runter. 3, 2, 1. Ach ja. Das ist coldes Eis. Der Doom hat auf jeden Fall vor dem Gong gedrückt. Viel Spaß, bis später. Das halte ich für eine dreiste Lüge. Das habe ich im Augenwinkel gesehen. Das Klicken gehört. Okay, was muss ich hier machen? Okay, das ist ja ein richtiger Fuck. Nicht aufgepasst. Kommt raus. Aber... Nein. Komm, easy. Was ist das Doom? Schön. Ah. Oh! Ui. Aber Münzen sind eigentlich egal, oder? Ja, komplett. Checkpoint! Jawoll! Super! Die Münzen nehmen wir nochmal mit, ne? Ja, Doom? Ja, das hättest du wohl gerne. Komm, Doom. Sehr schön. Komm, weiter. Schön. Ja. Nein! Ich wusste, dass wenn er in meine Richtung mitläuft, dann wird es schwer. Egal, Checkpoint. Ja gut, du bist jetzt weiter als die. Und dickes Ding kommt aus so einem kleinen Ding. Da ist er denn nicht, ja. Schmutzige Witze. Das ist ja ein dickes Ding, du. Ah, jetzt wieder beide nah beieinander. Du könntest auch einen Panzer mitnehmen können. Ah, oh, dass das nicht gereicht hat, ne? Du kannst auch einen Panzer mitnehmen, um die da alle wegzuschieben. Dann ist er halt, nur unten. Dann musst du muss ich den unten überspringen. Alter, das ist irgendwo ein Loch oder so. 35 Sekunden durchgeballert. Ja, du bist ein Stückchen vor, Dennis. Mhm. Ich probier einfach. Das ist die richtige Einstellung. Fuck. Falsche Richtung gekickt. Ja. Jetzt ist er runtergesprungen. Ach so, du kannst. Ich kann den noch mitnehmen. Ey. Ja, das wäre mies. Wir beide gleich gestorben sein. Okay, wir nähern uns. Jetzt synchron spielen. Ah, das kriegst du hin, du. Nein! Das sind Greifen mit X, oder? Versuche ich die ganze Zeit. Ja, okay. Eigentlich Y, ne? Keine Ahnung, ich glaube, es ist dasselbe X. Ah, oh, nein! Du close, man, du close. Ich wollte ihn halt eigentlich von vorne treffen und dann nach rechts wegkicken. Links unten seht ihr eingeblendet den Code. Hab ich noch gar nicht erwähnt, aber die Codes findet ihr alle bei uns im Forum. Oder ihr guckt halt einfach in die Bauchbinde rein, dann könnt ihr das Level selber spielen, wenn ihr Bock habt. Also letztendlich musst du nur den einen Sprung hinkriegen über den Bumba. Ja, aber dann warten unten immer noch zwei Spacken auf mich. Ja, das kriegst du auch hin. Sehr gut. Sehr gut! So, nämlich! Oh Gott.
gut machst du das. Hör mal auf. Dennis erschallt bitte. Yes! Dennis. Fuck, Dennis! Oh nein, ist das knapp! Oh du Gott! Du kommst nicht an den Scheiß, komm nur! Gute! Gute! Oh, nice. Anton, oh. Anton! Ah, fuck, ey. Das war... Nice, Digga. Sag yeah, mal Dennis. Close. Close. Anton, willkommen im Team Luigi. Punkt für ich Team Mario. Ich suche eigentlich nur passive Unterhaltung. Ihr seid Mario. Wir sind Mario. Mario, ja. Sorry. Mario, Team 3. War knapp. Ja. Ja. So. Hattrick. Ja, der ist zwischendurch. Nächstes. So, meine, ich habe ja auch schon einen Herren. Zugang. Ja, ist kein Loopreiner. Dann. Wer ist der Beste? War das jetzige ich würde sagen, bisher glaub, Dennis, ne? Dennis hat die ja meisten, Dennis hat die meisten Punkte jetzt gemacht. Okay. Ja, Dennis hat alle 3 Punkte für Team Mario gemacht, oder? Sehe ich das richtig? Mm, ja. Ja. Habt ihr das jetzige schon, also das von eben schon durchgestrichen? Ja. Okay. Ja. Gut. Okay, dann, Eingaben. Wir sind noch uns wieder bereit. Dennis gegen Mirko. Mirko. Meine Herren, M. V. R. B. L. P. T. Habe ich mir das richtige D, Team ausgesucht, auf jeden G. Fall. Jawohl, Mirko! Nice! Was ist da los, Dennis? Ich verbrenne doch jetzt nicht hier schon meine ganze Energie. Das war nämlich wieder mein genau Problem. Da musst du eine sie Map verbrennen. Von Ecoloy. Ich wird nochmal kurz gespeichert. Der Kollege hat uns schon mehrere Maps zur Verfügung gestellt. Oder zu, ja. Super Echo Knoxville. 50 Mal nur gespielt. Abschlussprüfung 1,46. Und Liam ist der Weltrekordhalter. Liam Larum Löffelstiel. Okay. Seid ihr bereit? Der viel scheißt. Der wächst auch viel. Soll er auch spielen gehen? So ging das, ja. Mirko? Mirko! Was? Runde, weiß ich nicht, 6 oder 7 oder 8 oder 9. Fängt an so. In 3, 2, 1. Ist echt, ist eigentlich gemein, ne? Dann merkt den Gong schlagen. Sammeln alle Münzen? Sind, oder? Yeah. Ja. Ist das wirklich eine Vorgabe? Sammeln alle Münzen? Weiß nicht, was man ansonsten in 10 Minuten könnte, aber fürchte ich, wir spielen einfach ein Level Mario und verlieren. Auch was. Oh, wie kommt man? Das ist eine neue. Geil. Die kenne ich noch nicht, die Michael. Da kann man doch bestimmt auch unten rein. Okay, erinnert dich das an ja, bestimmt. Erinnert mich aber auch an Mario. Super Mario hatte das ja auch schon. Ich nicht. Ich bin schon enttäuscht von der Sales-Abteilung dann. Ja, safe. Wenn sie das Gold nicht einsammelt. Das ist schon Spaß. Toll! Ach, oh nein! Hä? Voll in den Arsch. Du musst das machen, oder was? Nö. Ah, du musst aber Münzen sind sammeln. Sind diese X da unten, wo alle anderen sind? So. Sammeln. Ah, okay. Oh, shit. Ach, ich dachte, ich kann aber da bist jetzt du gestorben bei dem einen. Ja, ja. Danke, Anton. Gerne. Mirko, das ist dein Level, Mann. Ich denk schon, aber wenn es tausende Leute irgendwann gespielt haben, dann sind nur X'e, überall. Wo? Auf die modernen Marios nie gespielt. Vorsicht. Blöcke nur. Sehr gut. Also ich nehme das jetzt mal mit, ne? Super Mirko. Ja, kann man bestimmt nochmal gebrauchen. Super Mirko Maker. Mirko hat schon 39 von 100 Münzen. Alter! Und ich glaube tatsächlich, dass Team Mario überhaupt noch gar nicht gerafft hat. Doch, haben sie gerafft. Steht ganz am Anfang. Ja, ich wollte nur, wer weiß. Hä? Walljump? Ist er? Nee. Und dahinter, hinter ihm her und dann Walljump. Gut. Ah! Ups, was ist das eigentlich für eine hässliche Mausefalle, oder? Mausefalle! Ich muss wahrscheinlich. Ah, ja, genau. Vorsicht. Oh. Der Fucker. Ah, come on! Da schnappt sie zu. Das ist eine Giraffe und keine Pflanze. Ja, nice, sehr gut. Die Giraffen sind immer so. Der wegen langer Hals, meine ich. Ein paar Infos, weil ich diese Mario-Spiel gespielt habe. So brutal sind. Sehr gut, weiter. Ja, und jetzt hoch. Da oben waren viele Münzen, ne, oder? Mhm. Ja, dadurch, dass wir eh alle sammeln müssen. Also. Sehr gut. Ach, okay, da kann ich jetzt sowieso rüber. Aber was mach ich denn jetzt? Perfekt. Mit ihm? Jetzt. Oh, ja, ist egal. Gut, ist gut. Eine, nur eine übrig. Vielleicht kommt man nur mit dem mit diesem Trittbrett da über die Pflanze drüber. Also eben den Panzer darunter. Das ist jetzt auch wieder weg. Ich, glaub, das ich will jetzt auch nicht in den Abgrund, weil ich habe das Gefühl, da ist vielleicht. Unterschießen. Weißt du, da unten sind Münzen, ne? Ja. So, ja. Kannst du nicht mit so einem Walljump versuchen, da ranzukommen? Ich glaube, dafür musst du die Dinges loslassen. Ja, okay. Das ist ja fies. Sehr gut. 67. Pumpt sie weg. Ja, perfekt. Vorsicht. Alles klar. Walljump. Ah, der fällt hier runter. Nice. Pass auf. Rutsch lieber. Ja. Oh.
Ja. Ja. Nein, oh, der gleiche Fehler. Ja. Ja, du bist richtig souverän. Ach, das geht zurück. Ob man da vielleicht irgendwie... Ob es da so einen Schleichweg gibt, oder was? Hm. Nee, dass man einfach überhaupt... Ach so. Ja. Alles klar, Cooper. Ich merke schon, gleich kommt der Panzer wieder zurück. Obwohl, da steht, sammel 100 Münzen. Ich sammel alle Münzen, ne? Ja, das ist richtig. Es kann auch sein, natürlich, dass mehr verteilt sind. 3 Minuten 30, circa vergangen. Genau 100 wären echt fies. Ja, aber würde passen irgendwie, oder? Scheiße, was damit du zuletzt da reinspringst. Ach, guck mal, da geht's wird zu schnell. Unterwegs. Alter, seit wann fliegst du zurück, mach's dir gemütlich, sammel 100 Münzen. Ja. Schön. Hm. Ach, schade. Walljumps, ey. Und weiter, genau. Team Mario jetzt. Jedenfalls an der Stelle, die Mirko so schon zweimal. Ja, wenn ich nicht so kacke in Walljumps wäre, dann hätte ich die. Nicht geschafft hat. Dennis, jetzt macht's jetzt besser, ruhiger. Ist war gut. Ist knapp 8, 9 jetzt. Oh, 70 da Münzen. Kann. 30 nur noch, Dennis. Mario. Das sind wirklich alle, du musst alle einsammeln. Aber wenn du da jetzt reinspringst, dann. Aber hättest du nicht eben noch nach links laufen können am Anfang dieses neuen Abschnittes? Genau. Vielleicht sind da noch welche. Da sind auch noch welche. Okay. Die müssen wir auch. Aber. Alle müssen wir. Ich dachte, du hättest die Befürchtung, ins Startscreen zurück zu müssen. Ja, ganz gut. Ja, also jetzt den kompletten Level wieder zurückzulaufen, ist natürlich auch. Heckmeck. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Vielleicht. Ja, wenn du jetzt runtergehst, dann ist er noch nicht wieder da. Das ist der schönste Walljump ever. Ja, jetzt hast du den Walljump raus. Nice, jetzt hast du ihn. Sehr gut, gute Voraussetzung, Mirko. Aber dem geht's nicht besser da drüben. Ja, auch noch. Und weiter geht's. Oh fuck, die haben jetzt 88. Da muss ein Panzer rein. Ach, das sind ja jetzt schon... Hab ich da oben noch welche vergessen? Mirko, stark, 6 nur noch. Geil. Ja, ich muss du kannst Du musst wirklich alle. Ja, deshalb deswegen habe ich eben gerade geholt. Ich glaube, die kriegen wir jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich weiß, wo alle sind. Genau, da oben, deswegen müssen wir auf dieses blöde Trittbrett drauf. Dann kill, dann viel schneller. Jawoll. Okay, die Mario jetzt wieder in meinen Vordrücken. Asoziales Oh, das ist ja super. Naja, also ja. Fair. Du musst das Ding nicht. Spring mit dem Ding nach oben. Spring mit dem Ding auf dieses Plateau. Geht das nicht? Nein! Ja, deswegen will ich den hier herlaufen. Oder du kannst es hochwerfen und auf ihn. Das Ding kommt doch gleich. Das kommt doch bestimmt jetzt gleich wieder, oder? Lock ihn an. Der muss hinter dir her. Hoffe ich. Oh, nee. Ist jetzt weg. Nice! Das kann nicht sein. Egal, du kommst einfach so. Ah, ja, sehr gut. Die Mario, 93 Münzen. Kann ich einfach aufhören zu arbeiten, das Teil. Die sind Ja, spring auch runter, du bist hier. Ich muss jetzt praktisch safe zum Abgrund kommen. Versuch ganz am Ende durch zwei gleichzeitig zu fallen. Mhm. Sehr schön. Dennis hat 94, braucht nur noch 6. Mirko muss wieder von ganz von vorne ran. Dennis weiß, glaube ich, auch schon, wo die Coins liegen, die er jetzt noch braucht. Nämlich. Ja. Mirko kommt stark zurück, mal gucken, vielleicht... Ist das ja noch eine Chance? Nee! Fuck, Überraschungsblume. Hey, vor allem gerade eben, vorhin ist die nicht rausgekommen. Ich verstehe nicht, wann die rauskommt. Wir springen auf Dennis. Dennis hat die genau 6 vor seinen Augen. Wenn er die schafft, dann hat Team Mario wieder einen Punkt bekommen. Zeit. Ja! 100 Punkte! Yeah. Jetzt ins Ziel, Mann! Jetzt nur noch ins Ziel. Ja! Und Gong drücken. Scheiße! Einmal von euch Applaus an Dennis, wie krass war er denn bitte? Ja. Seid mal faire Verlierer hier. Ja, wenn er jetzt so krank war. Ja, 4-2, okay, einmal kurz, wir müssen mal die Zeit checken. Wir haben bis 14 Uhr Zeit nur. Eine Stunde noch, komm, alles noch drin, Leute. Darf ich wieder? Ja, sicher. Anton, bist du oder was? Mach ruhig, mach ruhig. Ja, du bist ja frisch reingekommen. Ja, aber das ist auch schon alles, was ich mitbringen kann. Wechsel mir. Oh. Komm. Warte, ich geb dir die Funke. Einmal probieren. Dennis the Machine. Was hast du eben gesagt, ist noch alles drin? Ja. Wart mal ab. Ist doch schön. Ja, irgendwann muss ich auch mal wieder raus, ne? Ja. So lustig, ey. Das ist ein Risiko, ne? Das sind meine ersten Schritte in diesem Spiel. Aber du hast ja bestimmt schon mal Mario gespielt. Ich habe schon mal Mario gespielt. Ich habe sogar eine Wii. Ja. Wow.
Aber wie würdest du deinen Skill-Level von 1 bis 10 bei Mario einschätzen? Gib her. Solide 5. Spielst du noch an der Wii? Ja. Echt? Na klar. Krass. Besser so, an der Wii an seinem Wii-Wii. ID eingeben, bitte. schon richtig, rechts, genau. Jawohl. So, okay. Lass dich hier gar nicht auf dieses Spiel ein, wer den zuerst eingibt. Spar dir die Energie. Mach ich. So. Geht los. N, V, 3, B, R, Y, 15. T, Q, G. T, Q, G. T. Easy. Konnte nicht gefunden werden. Dafür gibt's keine Punkte, Budi. Ist falsch eingegeben. Ach, scheiße, was? Oh, es, okay, nochmal. N, V, jawohl, damit haben wir drei. Konnte nicht gefunden werden. Ah. Ja. B, R, Y. Ach, B, nicht E. Du hast E gesagt. Ist so. Hast du das letzte durchgestrichen? Oder gibt's den ersten internen Streit? Nein. B, R, Y, T, Q, G. Oh, fuck. Nehmen wir mal an, ich bräuchte nochmal den gesamten Code. N, V, 3. Ja. N, V, 3. B. 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 R. Richtig. Y. Yes. T. Total. Q. Quasi da eingetippt. Ja. Yeah. Gut gemacht. Oh je, wieder ein langes Level. Abschlussprüfung 353. Oh je, ey. Wird der einfach für dich. Nice. Ich setze jetzt mal für dich eine Zielzeit von 3 Minuten an. Ja, ich brauche auch den Druck. Und die Motivation? Nein, das ist kein Druck, das ist Motivation. Ja, Dennis, wie mach ich denn den als Tyrann drehen im den Mario? Also, dass man einmal so einen Spin Tyrann? Macht, einen Sprung. Noch nicht loslegen, warte. Nicht, bleib stehen, Tyrann. Bleib stehen, bitte. Den brauche ich nicht. Also, ähnlich. Okay. Ah, simple switches. Verstehst du diese ganzen Plus-Taste? Ja, da. Genau. Die ganzen Elemente, dass du da so On-Off-Knöpfe und so? Ja, ich glaube, on ist an, off ist aus. Du hast noch nie gespielt. Nein, du hast auch recht. Also zum Beispiel der prinzipielle Grafik. Du siehst zum Beispiel, wenn du jetzt nämlich auf den Gegenspringen Chancen würdest, würden oben die blauen würden auftauchen und die roten würden weggehen. Okay, aber und ist es jetzt sinnvoll, direkt die Tür zu öffnen? Oder? Ich kenne das nicht. Das seht ihr gleich. Das ist ein bisschen doof. Ich habe jetzt gar keine Lust, gleich zur Arbeit zu gehen. Okay, ja, das wird bestimmt. Ich brauche dich, Dennis, auf jeden Fall. Sind alle bereit? Doom gibt das Go. Lass dich von meinen Kommentaren verstecken. Ja, nein, überhaupt nicht. 3, 2, 1. Kannst du einmal, spring mal einmal umgehen, um kannst zu gucken, die Füße vor dem Monitor wegnehmen, Alter? Jawohl. Na gut. Ich geh jetzt mal durch diese Tür. Ist bei mir gut, ein bisschen schwer. Lol. Okay. Oh. Ja, warte mal, da muss irgendein Kniff sein, dass du sozusagen das switchen musst. Du musst den Key kriegen, das heißt, du musst irgendwie das so switchen. Das probieren. So. Boah, das ist ja Quatsch. Der hat eine Pflanze oben drauf. Wenn du ihn so, dass er ganz rechts steht und jetzt aufmachst, dann fällt er runter. Jetzt läufst du nach rechts, damit der Maulwurf dir hinterherläuft. Sehr gut. Alter, Mirko. Mach nochmal den Switch. Y. Nee, einfach aus Versehen. Du musst erst nochmal den Switch, jetzt musst du nochmal rein. Kannst du auch auf X springen. Ah, nee, so. Und auf A springen. Okay. Also ist dir überlassen. Also wie beim DS. Der muss oben auf dem blauen landen, der. Ja, verstanden. Opa? Ja, das war vielleicht Quatsch. Das hast du ihn getötet, jetzt musst du nochmal neu reingehen. Verstanden. Ich glaube, du musst der Maulwurf muss durch die roten. Ja, das glaube ich nämlich auch. Dass er auf den Bauch fällt gleich. Aber ich weiß echt nicht. Du musst sie wegmachen, ihn dann dahin locken und dann zurück schnell laufen und deaktivieren. Weil der braucht immer ein bisschen, bis er sich umdreht. Jetzt siehst du, der rutscht. Ja, klar. Und jetzt schnell zurück und. Ja, warte, und vielleicht muss ich in der Bewegung jetzt schon gehen oder so? Wenn die. Wenn der Maulwurf mit dem anderen unter dem roten ist, wenn du ihn dann aktivierst, sterben die beiden. Nein. Und der Kuba ist oben drauf. Ja, und jetzt nochmal wegmachen. Ja. Wenn er jetzt in dem roten ist und du machst ihn, dann fliegt, glaube ich, der Panzer wieder hoch. Du musst nochmal umschalten. Ah, shit. Aber du kannst jetzt nochmal machen, der kommt immer wieder. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ah, okay. Ja? Nee, warte. Aber jetzt ist ja das Runde da. Komm jetzt. Das wurde jetzt weg. Nee, der kommt nicht. Du musst den über die blaue. Also das blaue muss da sein. Mach ihn nochmal oben rauf. Achso, okay. Drück den Switch und lauf nach rechts. Sehr gut. So. Mach ihn oben. Mach ihn. Nee, doch nicht. Lass ihn. Pack ihn oben rauf auf die Mauer. Voreilig. Scheiße. Du musst wieder neu anfangen, ne? Nee, der läuft nicht runter. Du musst da jetzt. Scheiße, ey. Genau. Feinmotorik könnte ich noch jetzt umschalten? Nach rechts auch? Das ist. Ah, ja, ich weiß. Ja, ich weiß, wenn die dann in dem roten sind, dann muss der andere über die sterben und der andere oben ist. Jetzt. Und sobald der auf die Note kommt. Hat ein bisschen gedauert. Ja, warte mal. Scheiße. Vielleicht wenn jetzt. Ja. Nee, er fliegt dann immer runter. Er muss ganz an der Kante sein, damit er nicht zurück auf das Ding fliegt. Hä? Aber wieder. Noch ein Stück weiter. Noch ein Stück weiter.
Warte, jetzt. Ja, jawohl. Okay, und jetzt müssen wir den auch noch da hochkriegen. Hyperaktiv. Ja. Ach du grüne Neune. Also ich muss das mal ausmachen. Und genau, und wahrscheinlich ganz, wenn er an der ersten Kante rot ist, damit er so in der Bewegung jetzt muss er, wenn er dann gleich da rechts ist, dann musst du umschalten, damit er stirbt und er Kuba. Ja, aber das ist sehr schwer. Das ist super schwer. Geh noch mal rein, ich glaube, du brauchst den Maulwurf. Warte, ich probier's noch einmal. Hm. Ah, okay, ja, ich, Sandro. Hier werden Taktiken abgerufen. Du musst da den Bildschirm. Ja, ich sollte natürlich auch mal rübergucken. Hey. Stapeln oder nee, was? Na, ja, genau, du musst beide haben. Drauf. Ey. Ach ja. Klar, wo ich will. Komm mal du her, ach ja. Nee, er muss. Ja, warte. Da sozusagen rauflaufen. Genau. Jawohl. Ja. Und jetzt musst du ihn rüberlocken. Willst du sagen, also, Rudi als versierter Mario hat hier bessere Chancen. Komm und schon. Kriegt den. Oder muss ich jetzt? Okay, muss ich da jetzt. Ah, warte mal. Genau, du musst es wegmachen und dann musst du den unteren töten, damit der obere da rauskommt. Was wollen die jetzt für uns? Genau. Achso. Muss wechseln, wenn er den Röhre kommt aus der Röhre wahrscheinlich wieder irgendwas. Achso, wenn er da drin ist. Also okay. Okay. Damit der also so wie oben rechts hinspringt und auf die Note kann. Ja. Verstehe, verstehe. Das wäre dreckig, ey. Wie haben wir das denn eben angestellt? Das haben wir doch schon einmal. Hibbelig. Dummer Maulwurf. Egal, wir können es ja hier unten in die Türen resetten, nicht? Nicht? Der muss wieder drauf wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Sehr gemeines Level. Ja. Schon am Anfang. Ja, das war schlecht. Okay, jetzt rüber. Wird bestimmt nicht besser. Oh. Ah, zu gut. Ja, der hat's. Ja, immer noch. Meine Güte. Wieso ist er denn gestorben? Jetzt. Ja. Ja. So, jetzt. Ja. Gut, dann die. Was hast du getan? Ja. Ich hab Türen geöffnet. Ja, sehr gut. Das ist immer schlecht. Okay. Nein! Schon wieder zu gierig, ey. Oh! Gieriger Budi. So, das ist mal hin. Genau. Jetzt müssen wir die erstmal wieder deaktivieren hier. Genau, aber nicht zu. Ich muss ihn umschalten. Mach Step by Step, ey. Step, also, ja, das würde ich. Oh, Baby. Jetzt aber. Das ist nervig, ey. Jetzt. Kommt schon. Jetzt ist richtig. Werdet so, Freunde. Warten, gemütlich. So. Ey! Lass dir auf den Kopf. Jetzt hätte ich umschalten müssen. Ich Idiot, ey. Das ist schwierig. Jetzt hat so, jetzt. Schon. Jo. Ja, zu ungeduldig. Ja. So. Und jetzt? Ja. Mal locker machen, dass der unten nicht so durchdreht. Ach, no! Sowas geht! Ja, da muss man da doch nicht direkt so weitermachen, ne? Ja, muss man doch. Ja. Glaube ich auch. Jetzt wenn er ganz rechts ist. Zeit abgelaufen. Ja. Ja, wir haben auch nur noch 45 Sekunden. Meine Güte, ey. Hä? Los. Was? Nope. Alter, wie lange ist noch insgesamt? 4 Minuten. Wo sollen wir denn den Key jetzt herkriegen? 4 Minuten insgesamt noch? Ja. Gehen wir zurück. Wo? Ha, Gnarfen! 30, 10 Minuten haben wir das raus. So. Versteh ich nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja gut, das hat ja auch noch rein. Nicht. Müssen wir das nochmal machen, um noch, vielleicht noch einen Key zu kriegen? Oder noch einen Motor-Key raus? Hier, dieses Level macht richtig Spaß. Oder muss da unten was passieren? Nee. Ich hab mal das Gefühl, ach, dass da unten ist ja auch was. Die switchen auch. Alter, mit Tatsache. Ja, nee, eigentlich. No! Das ist dann immer das Abbremsen. Was? Ach so, wenn du ihm Tempo gibst, nicht dann springt er hoch, wenn der. Die Runde kostet. Das sah eigentlich gut aus. Also, du weißt schon, was du vorhast, oder? Ja, ich weiß, was ich vorhab. Ich möchte quasi dann den Schalter abermals umlegen. Jawohl. Nice. Damit die Runde rüber geht. Ja. Genau. Nein! Das darf nicht wahr sein, ey! Du musst ja gleich doppelt springen und dann nochmal oder so. Also dreimal richtig heranspringen. Aber wir wissen alles, was wir tun müssen jetzt. Ja, wir haben noch genug Zeit für eine weitere Dinge. Frage, ob es das besser macht oder nicht. Ja. Ist sicher zu gierig. Jawohl. Puh! Ja, und jetzt hättest du nochmal ganz dringend gemacht. Zu früh! Ja, und jetzt. Jawohl! Endlich! Juhu! Ich muss erstmal das andere herausfinden. Ey. So. Ach nee, das Level geht ja weiter. Ich dachte mir. Jawohl! Oh nice! Sauber! Da kommt, mach mal eine Schalter, weil da kommt garantiert oben einer aus der Röhre raus. Oh ja. Und jetzt ihn locken und schnell dann an den Schalter, um es weiterzumachen. Ah, ja. Ja, Dennis, das ist es. Wenn ich jetzt aber hier auf das die Tür gehe. Muss ich dann den Startscreen nochmal auseinandernehmen? Nee. Oh, Idiot! Geht nicht krass aus! Ja, das Gehirn weiß es, aber der Körper setzt nicht um! So, jetzt.
Und what? Warum? Egal. Und komm. Jetzt. No! Warte, aber mach jetzt nochmal den Schalter. Genau, ganz einfach, ganz einfach. Oh, jawohl, das ist doch fantastisch. Jawohl. Und jetzt. Und. Ja. Nice. Und jetzt unten noch? Ja, genau. Unten. Das ist nicht so fantastisch. Oder? Ich glaube, wir müssen das Ganze mit dem Parkour da unten nochmal machen. Ja. Genauso. Das muss aber dann wahrscheinlich rechts anfangen. Auch. Also, weil da ist der unten. Weißt du, hinter dem Schuh. Sehr gut gesehen. Ah, da hättest du nochmal einen. Nochmal schon. Jetzt? Was ist denn? Achso, der muss da hoch, ne? Wenn er dazwischen ist, genau. Alter. Komm mal hoch! Jetzt musst du. Wenn er oben ist. Meinst du, das klappt? Ja, ja. Nein! Siehst du, das ist nämlich echt. Das ist super sehr knapp. Warte, ja. Ah, da ist schon der nächste, okay. War Quatsch. Egal, haben wir mal was gesehen. Du sollst nicht zu viel durch Türen gehen. Es ist irgendwie eine neue Leidenschaft, die ich hier entdecke. Türen. Wir sind beim ersten Mal geschafft. Darum hast du Glück. Du hast wahrscheinlich gibt's genau. Gibt's da schon Wort für diesen sexuellen Fetisch? Türenfetisch. Ich bin Tyromaniker. Bist du eher stehst du eher so auf blank polierte Klinken oder eher so Bronze? Ist egal, Hauptsache sie sind schön lang, würde ich sagen. Ich bin schon raus seit einer Minute, ich habe keine Ahnung, ich kann es ja auch nicht beantworten. Aber dann muss ich den. Ah, warte, ich muss den hier schneller machen. Ja, ja, unten schneller machen. Das ist übrigens die Hälfte gleich. Nee, das bringt gar nichts. Bitte Checkpoint. Ja, ne? Nice! Warte, spring nochmal. Super Anton. So. Super Anton. Oh, du musst aufpassen. Oh, wir haben noch eine Minute. Egal, wir haben einen Checkpoint. Ja, aber du weißt oben, ne? Ich hab's gesehen, der macht den Schalter und gesehen, dann musst du deine Sprünge damit teilen. Ich hab mich jetzt gefragt, ob wir dann durch. Oh, da. Ja, aber warum haben wir es dann einfach beim ersten Mal direkt geschafft? Du hast 45 Sekunden. Können wir nicht. Speedrun, Anton. Speedrun-Ton. Speedton. Speedton! Mann! Ganz ruhig. zu schnell. Ja. Eine halbe Minute. Zu viel Speed. Wir sind weiter als sie, das ist schon mal gut. Das sind 30 Sekunden. Ja, das tröstet. Und. 20. Die holen jetzt scheiße Checkpoint. Ich muss da noch einmal springen, ne? Ja. Um die Zeit rauszuholen. Die sind jetzt auch am Checkpoint, oder was? Ja, die sind jetzt an der gleichen Stelle. Okay, jetzt wird's. 10 Sekunden. Was? Ah, du hast nee, 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 warte, nee, nee. Was ich hab ja noch gar nicht gewonnen, oder? Na klar. Aber, Aufhören! Eine drückende Niederlage war das. Ich bin ein Replayer. War das noch in der Zeit? Scheiße. Also als der Gong ertönte, war das noch in der Zeit? Ja. Ja. Ach, zwar. Bei 99. Also, für dein erstes Spiel war das gut. Easy. Ja, wieder im Spiel, ey. Sehr gut. Geil. So, sorry, Team. 4-3. Nein, es war klar. Eine, es war klar. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber wir haben es gut zusammen rausgerätselt. Wir machen trotzdem eine ganz kurze Pause. Wir erstmal sacken lassen, ne? Erstmal sacken lassen. Ah, ja, ja. Gut, es war richtig gut. 4-3 für diese erste Runde des Beans vs. Super Mario Maker 2. Also, was Rudi eigentlich sagen wollte, Daniel Budi, dass wir eine kleine Pause machen. Es steht 4-3, es wird nochmal richtig spannend, Leute. Bleibt auf jeden Fall dran. Bis 14 Uhr haben wir mit den Leuten zumindest noch Zeit. Und dann geht es natürlich noch richtig weiter mit Mario. Nee, Beans vs. Mario, so heißt es. Bis gleich! Versus Super Mario Maker 2 heute. Lange Stunden auf Rocket Beans TV Live. Sandro und Dennis waren gerade sehr schlecht. Mhm. Team Mario. Führen zwar aktuell nach circa zwei Stunden ungefähr mit 4-3 dort ist eingeblendet. Team Mario aber, Team Luigi hier unsere Seite. Ja, die schöne Seite. Richtig gut. Ja. Auch menschlich sind wir gut. Führen wir auch nicht. Ne? Also, ja, die Underdogs. Ja, deswegen sage ich ja, menschlich ist halt, es gibt auch Werte, die kann man schwer in Zahlen ausdrücken. Zum Beispiel? 4-3. Wenn ihr keine Ahnung habt, was hier gerade passiert, Pech. Wenn ihr aber schon mitten dabei seid, dann erlebt ihr im Laufe des Tages wirklich etwas Wunderbares. Wird heute der Tagessieg von Mario, Team Mario und allen anderen Leuten, die im Laufe des Tages noch auf diese Seite Platz nehmen, gewonnen. Oder vielleicht von Team Luigi, mal gucken. Im Forum haben wir diverse Level von euch eingeschickt bekommen.
Und nach sieben erfolgreich gemeisterten Leveln steht es 4-3. Bleibt dabei. Ich möchte ganz kurz einmal einen Forum-Kommentar von Neses Lied vorlesen. Wenigstens sind sie ausgeglichen schlecht. Ja. Sorry, ich finde, man kann seine Leistung nicht als schlecht bezeichnen. Immerhin etwas. Wir machen weiter. Das ist sehr wichtig. Man kann uns die Leistung noch nicht bezahlen lassen. Du versus Sandro. Yes. Okay. Jetzt kommt der nächste Code. 1, B, J, 8, 8, 0, T, K, G. Und Sandro, schon wieder. Du hast die 0 vergessen, du. Ich hab die 0 vergessen. Alter, du hast die 0 vergessen. 8, 8, 0, T, K, G. Programmierst du nicht bei uns die Website? 1, B, J, 8, 8, 0, 8, 8, 0. 8, 8, 8. Nee, nein, nein. Wir sind gar nicht runtergeladen. Ja, und jetzt T, K, G. Die eine 0 ist zu viel. Deswegen haben wir verloren. T, T, K. Nein, ich glaube auch nicht. Nein, aber Team Luigi, Team Luigi ist halt auch eher so die menschliche Seite halt. Wir überzeugen machen in anderen Bereichen. Ja, nee. Ja, aber. So. Night Slide, Day Rise. Ein sehr schöner Name. Ich versuche kein Clear. Gecko-Apfel. Ein sehr schöner Name. Wie, es gibt kein Clear? Es gibt kein Clear. Es gibt kein Clear. Geht mal bitte einer auf Level-Infos. Ich will wissen, ob überhaupt schon jemand dieses Spiel gespielt hat. 31 Male. Wow. Ja. Hilft dir das, wenn ich, wenn ich dir meinen Finger so in den Nacken halte und so tue, als wäre das eine Pistole? Hat noch niemand abgeschlossen. Nee, aber du kannst ein bisschen Skill hier übertragen. Los geht's. Was für Doom. Mit einer Knarre. Alle bereit machen? Ey, warte mal kurz. Könnten wir die Ersten sein, die das schaffen? Oder? Habt ihr schon heruntergeladen? Ja. Das ist deine Zeit zu scheinen. Alter. Sandro. Deine Zeit zu scheinen. Die Zeit ist gekommen. Okay. Sandro, und du, bereit? Menschlichkeit wird hier nämlich mit Tränen geschrieben. 1. Zeit läuft. 10 Minuten Zeit habt ihr. Come on! Luigi! Luigi! Das ist bestimmt ein richtiges Abfuck-Level. Ich glaube auch. Vielleicht auch nicht. Wer von euch musste bei TKG auch an TKKG denken? Ja. Natürlich. Natürlich. Der Doom. Was? Ja, da musst du wieder hochspringen. Boah, das wird jetzt viele. Okay. Was soll denn das sein? Naja, einmal rauskriegst du und dann. Kannst du nicht auf dem Arsch rübersliden und dann katapultiert ihr dich da drüber? Learning by doing. Das probier mal aus. Also, ja, warte. Ich bin gesprungen! Er hat ich glaube, das ist so ein Level, wo der aber geslidet bist du ein bisschen. Wo man dann nicht mehr will. Oh. Komm noch rein. Ach, du musst so eine Arschbombe rein, oder? Du musst, glaube ich, die Buttons trotzdem mitnehmen, ne? Ja, das kann ja sein. Eben. Und das ist halt, wie machst du das dann? Oder? Später. Du kannst später springen. Ein Stück später. Ja. Oder musst du den Arsch dann kommst du rüber, meinst du? In der Luft. Ja, so Arschbombe runter und dann halt an der Kante den entsprechenden Knopf betätigen. Ich will auch gleich machen. Betreten. Ja, ich hab auch schon den und treten. Ja, schade. Weißt du, wie es funktioniert jetzt? Ja, ja, aber hat nicht ganz gereicht. Ich muss wenn dieser, wenn dieser Hockel kommt, dann musst du springen. Du packst das. Ja, okay. Sieht das so ein bisschen am Kamerabild. Die andere Sache ist natürlich, dass da drüben genau die Buttons. Nein, er kriegt's hin, aber er hat da den Safety-Sprung, wollte er da gerade machen, aber brauchst du nicht. Vertrau dem Level-Design. Ich hab zu lange gedrückt. Fuck, Mann. Einfach. Moin. Schaffst du? Ich hab schon einen schade. Start. Ja, aber du kommst aber ein Stückchen weiter. Aber wie geht's da weiter? Das sehen wir dann. we cross the bridge when we're there. Auf der Schräge. We cross the bridge when we burned it down. Alter, das war da kommt der runter in dem Moment. Immer wenn du meine Motivation nicht so kaputt aber eigentlich deswegen hast du ja den Switch Zitat gedrückt. Sehr, sehr gut. Sandro hat's raus. Wir müssen ihn jetzt motivieren. Oh, ey, die fast. Immer ein bisschen zu früh. Ja, ich hab Angst vor dem Goomba. Muss direkt weiter. Aber wenn du slidest, dann ist ja egal. Weißt du? Musst du einfach nur nach unten drücken. Schon wieder! Zu früh! Wenn du nach unten drückst, slidest du. Dann du schaffst das! Ja, zu schnell. Später. Du schaffst das. Später springen. Dann nimm doch nochmal Anlauf. Später. Ja, passt! Ich glaube, an dem zweiten, an den dritten ran. Wahrscheinlich, dann passt es. Ich bleibe ruhig. Hey, Nils. Gibt's eigentlich diese Drehsprünge hier? Ja. Ich kann auch einfach jetzt. Jawohl! Ich kann auch versuchen, stehen zu bleiben, ne? Und ich glaube, dann kommst du nicht rüber. Ja, danach, wenn ich rübergekommen bin. Boom! Das ist ja theoretisch in einem Rutsch möglich. Und es sieht ja auch so aus, als wäre es in einem Rutsch, weißt du? Sau lustig! Was ist denn jetzt? Sind wir jetzt ein Team oder nicht? Hä? Einfach mal ein bisschen. Mann! Dieses Stück Ecke, Alter! Muss ich auf den Goomba und dann rüber? Du bist von der Arbeitsgruppe. Da müssen wir mal wieder deine Schrauben am Stuhl da haben. Am Anfang direkt springen. Da musst du rutschen. Also die ganz am Anfang meinst du springen. Es kann nicht sein, dass wir hier nicht in den Flow kommen. Alter, ich bin doch auf. Sandro, lass nicht.
verunsichern lassen. Ja. Ja. Okay, 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 okay. Vielleicht bist du doch. Vielleicht muss Guck mal, man die, haben nämlich, die haben nämlich schon gewechselt vor Verzweiflung. Aber du ziehst das durch. Ja, es war wieder zu. Soll ich schon mal zu krass verstanden, ja. Das Wieso ja, machst du eigentlich erst immer den Gumba kaputt, bevor du. Ja! Yes, Junge! Und jetzt? Oh Gott. Okay, Okay, wir sind durch. Versuch's nochmal hoch. Warte mal. Mau jetzt. Nee. Ja, du kannst, wenn du es. Da, von da rüber, ne? Also nochmal hoch. Ja, du kannst theoretisch. Ja, ich kenne mich mit den Hitbox nicht aus. Auch eine Wall-Jump sonst? Von dem Gumba abspringen musst. Ja, warte. Das Wo willst du denn den Wall-Jump oder, machen? Nee, du kommst jetzt, glaube ich, wirklich nicht mehr rüber, weil du über den Turm von rüber der Wand, ganz klar. Hättest müssen. Mhm. Mau jetzt. Weißt du was? Na, gleich gebe ich wieder ab. Mal. Da kann man hoch. Aber ah, weiter sliden, theoretisch. Du kannst theoretisch, wenn du vorsichtig bist, dich auf die Plattform sliden, vorstellen. Also theoretisch. Und dann vielleicht beim auf den Gumba drauf. Ja, okay. Nee. Du kannst mit der Arschbombe kannst du den auch direkt kaputt machen. Genau. Du musst nicht immer warten. Das könnte ein guter. Wenn du so Fuß frontal in den rein rutschst, dann ist das wie so eine Blutgrätsche. Richtig, du brauchst nicht abwarten. Geht's einfach. Genau, zack, siehst du? Karacho. Okay, verstanden. Siehst du? Komm mal, Flo. Ja, aber jetzt. Schau mal, wie hoch du kommst. Nee, guck mal, ist recht. Nee, ich versuch's mal. So leicht an der Seite. Was ist denn mit so einem. Du kannst, du kannst gleich nochmal. Ich, okay. Ich glaube, du musst direkt dann wahrscheinlich schon, ja. Oh, schade. Okay. Aber du hast, ich glaube, du bist dem Ziel schon relativ nah. So langsam muss ich in den Flow kommen. Nee, du musst schon in den Flow sein. Der muss jetzt nur weitergehen. Fuck, da muss ich jetzt leiden. Der lag da vorne oben. Ding. Ist ja auch Spiel. Nee, wieder zu früh. Ja, ich hab noch nicht geslidet. Kriegst du hin? Jo. Die Luigi! Schade. Darf ich dir eine Erdnuss anbieten? Ich mag keine Erdnüsse. Okay. Dazu diese Nüsschen. An dieser Stelle nochmal ganz offiziell Dankeschön, Kudos an alle Leute, die im Forum eifrig mitgemacht haben. Vielen Dank für das Einsenden dieser Level. Das hat sehr viel Spaß. Ja, vielen Dank. Neues. Jetzt wissen wir auch, was da passiert. Fast. Hey, guck mal, mit der Arschritze am Stachel hängen geblieben. Immer unangenehm so. 5 Minuten und 30 Sekunden sind vorbei. Der kommt, Leute. Nicht. Jawohl, Doom! Also damals noch schön über den weißen Zaun. Es reicht nicht. Ich glaube, da musst du wieder Ground Pound, damit du ein bisschen slidest. Und da musst du vom Goomba abschauen. Und zack. Wow, und das sind Fachbegriffe. Nee, ich muss erst kurz vor dem genau. Round Pound, damit du slidest. Ist vielleicht auch ein Indiz, dass der. Also kannst du den vielleicht auch noch mitnehmen und dann erst springen? Den Gumba. Ja, das ist vielleicht zu spät, aber ich versuch's mal. Probier mal, ja, sonst hast du natürlich einen idealen Orientierungspunkt. Springen wir auf die Kante da? Auf welche? Da auf die. Diese kleine Minikante. Ja. Drück mal. Fuck you! Ich probier mal. Nope. Same. Oh no! Das ist Geduld, ne? Oh, ihr habt noch 4 Minuten. Das Level wurde ja auch noch nie beendet. Schade. Jetzt ist auch echt der Fuck you, Gumba drin. Der Gumba drin. Der Gumba. Oh ja. Kein Spaß, ey. Viel zu früh. Warum mache ich das immer? Warum? Na gut, das bringt jetzt auch nichts. Ich meinte, dass wenn du da links bist, dass du quasi einen Speed mitnimmst vom Slide, weißt du? Ja, aber das war später, aber nicht so spät genug. Das sehe ich. So, und wenn du dann auf dem Gumba, dass du dann den Speed quasi mitnimmst, um, weißt du, aber jetzt hast du die Gumbas halt. Achso, dass wenn man hier runterfällt, genau, so, dann auf den Gumba, dann springt man auf den Gumba. Jetzt drückt man nach oben die rechte hintere Schultertaste und dann Sprung. Nee, das habe ich versucht, das geht nicht, das reicht nicht. Aber du kannst das so auf, warte, ja, muss ich jetzt den Schalter betätigen. Kannst du immer sliden. Kann man das aufladen? Nicht nochmal drin, ne? Oh ja, unten gedrückt halt meinst und dann in Höhen springt. Ich dachte, das geht so aus. Bin sauber, machst du gut. Ich muss. Ja, das ist die einzige Chance, direkt weiter zu aufzuladen. Unten gedrückt halten. Oder, schon, ja. Oder du schaffst es tatsächlich, die Arschbombe zu bremsen. Ungefähr geht's. Sauber, du musst Ding ist, du musst es halt dauerhaft weitermachen, weil danach noch 3 solche Türme kommen. Ja, das ist auch warm. Ja, aber die Gumbas sind da. Genau, du kannst jetzt über die Gumbas rüberspringen. Ja. Dann springst du bei dem blauen Kasten hoch, machst die Stampfattacke. Ja. Aber vielleicht reicht es auch noch. So nur Nüsse, andersrum. Ne? Doch. Du könntest der Erste sein, der dieses Level geschafft hat. Ein leckeres Glas voller Schaumstoff. Also, allererste bis auf den Ah, Mann, ey, das ist doch zum Kotzen. Kann man nicht einen davon so gleich... Aber das ist Ästhetik. Ah, schade. Fast. Man crasht genau, wenn du rechtzeitig wieder wegkommen würdest. Aber es ist, glaube ich, unmöglich.
kurzer Information nochmal ganz Information nochmal für alle, die Bock haben, auch weiter zu gucken. Diese Konstellation an Leuten zwischen Team Mario, sprich Sandro, Anton und Dennis und uns, Team Luigi, du, Mirko und mir, wir wechseln in ca. 30 Minuten. Boah. Dann kommen neue Spieler an den Start. Soweit ich weiß, ich kann noch mal kurz im Sendeplan nachgucken, da könnt ihr auch für euch die Kernbesatzung sehen. Aber alle Kolleginnen und Kollegen sind angehalten, hier einfach mal vorbeizuschneiden und sich ebenso frustrieren zu lassen. Nein. Ab 14 Uhr dabei Simon, Nils, Dennis. Betrug! Guter Tipp! Steffen und Sarah. Wie hast du den? Ein sehr weiser Mann hat mir den mal gegeben. Und ab 17 Uhr Eddie, Gregor, Fabian, Mara, Ruffy und Wirt. Also der ganze Tag heute, bis 20 Uhr zumindest, Beans vs. Ich hab süßes Leiden. Mario Maker. Komm, eine Minute noch. Schaffst du noch mal. Flow dir einfach durch. Komm aus. So, noch mal. Letzte Minute. Ja, in der letzten Minute gehe ich noch mal ran. Okay, pass auf. Ich will in 10 Minuten immer dasselbe Bild zu sehen, macht ja auch Spaß irgendwie, oder? Es macht schon Sinn, nach 10 Minuten ein Level zu wechseln, dann, aber also, bei dem Level hätte man auch nach 3 Minuten sagen können. Ja, das war zu früh. Nee, wieso? Aber schon theoretisch näher dran, weil er auf dem Pop ist geblieben. Jetzt geht's doch bestimmt schon wieder nicht mehr. Doch. Ja, mach ja nur alles. Du musst vorher loslassen zu rutschen. Ja, das habe ich vorhin auch gemacht. Weißt du, was ich meine? Du musst kurz rutschen, aber dann vorher aufhören. Jetzt eigentlich keine Chance. Jetzt eigentlich keine Chance. Ich will das mit der Arschbombe auch mal probieren. Zumindest einen, so ganz leicht. Also, nee, du musst hier noch rutschen, genau, bevor du dir auf den Gooper trittst, musst du aufhören, du zu rutschen. Lass mal die letzte halbe Minute Dennis. Ich höre ja dann auf. Du hörst auf und dann rutscht weiter. Ja, das ist jetzt First Try. Das wäre richtig erbärmlich für uns. Darf ich nochmal probieren? Auf jeden Fall abspringen. Ist abgewendet. Ja, ich glaube, man muss mit eigenem Sprung noch nachhelfen, damit man die Höhe gewinnt. Also nicht rutschen, meinst du? 10 Sekunden Weltrekord. Doch, ich glaube, rutschen muss man. Aber nochmal, wenn man den Boomer trifft. 3, 2, 1. Das war so ein Level, bei dem ich mich auf jeden Fall festbeißen würde, um das zu schaffen. Ja. Ich glaube, es ist ganz cool, wenn man es dann schafft. Aber schön, dass wir auch hier wieder gleich schlecht sind. Die Frage, also ich glaube auch, dass es einfach noch sehr frisch ist und deswegen noch nicht geklärt wurde. Weil machbar ist es irgendwie, oder? 4 zu 3? 4 zu 3, ja. Oh Mann, ey. Jetzt darfst du wieder. Mit so in den... Nö. Okay. So von nach vorne gelehnt ist ja auch. Das stimmt. So ist eigentlich auch die konzentriertere Haltung, ne? Und hier sitzt du ja quasi im Fernseher, aber zurückgelehnt. Nee, Mirko. 4 zu 3, nach wie vor. Fernseher stand. In 31 VR, Minuten oder? Wechseln wir. Was? Das VR jetzt eigentlich. Geht ihr nochmal ins ID-Menü, bitte? Eigentlich ist es Mario VR. Geht ihr nochmal ins. Ah, okay, sehr gut. Du. Mirko bereit? Gemacht. Moment. Dennis spielt, richtig? Ja. Oh nee, du. Ja, ich bin ready. Okay, dann lese ich den Code vor. Es geht los. 0, 0, H, S, W, 6, L, L, F. Boah, das war gleichzeitig richtig synchron. Synchron heißt es. Synchron, hab ich schon gesagt? Synchron. Ach, synchron, ja. Einmal kurz runterladen, dann schauen wir uns das Level nochmal an. Ja, ein paar Sachen haben wir einfach nicht hingekriegt, ne? Das war jetzt, glaube ich, 4. oder 5. Level, was wir einfach nicht geschafft haben. Kein Wunder, ey, das hat ja auch kein anderer geschafft anscheinend. Rob Roy, oh, das wurde schon häufiger gespielt, 517 Mal, hat auch 132 Herzen erhalten. Sieht fies aus. In der Abschlussprüfung 2,32, geh noch einmal zurück. Weltrekord hat er unter einer Minute, 56 Sekunden. Secrets of the Night Garden. Seid ihr bereit? Yes. Dann geht's los. In 3, 2, 1... Zeit jetzt, okay, alles gut. Die sind richtig synchron unterwegs. Synchron. Luigi, Luigi! Jedes Synchronchen gibt ein Tönchen. Und auch hier wieder die Info, mit falls ihr dabei seid und zufällig Super Mario Maker 2 zu Hause habt. Hier unter Anton, da in seinem Schoß, ist nochmal die ID dieses Levels angegeben. Ach so. Wenn ihr Bock habt, parallel mitzuspielen. Hä? Vielleicht schafft ihr es ja. Postet es gerne auf RBTV. Muss die Hose wieder waschen. Beans Versus. Oder ins Forum. Schön wär's doch. Super schwierig. Super schwierig. Super schwierig. Ist super schwierig. Sie krallen den ja auch krass. Wie fies, ne? Da hängst du einfach in der Kralle, ey. Die Kralle. Ah. Sie gerade an Pocket Beats denken. Oh nein! Will ich jetzt da unten hin, oder? Yoshi!
Dennis, schon weiter? Aber ohne Yoshi unterwegs. Hier, rausmampfen. Geht das nicht? Das könnte gehen. Aber, oder Stöße okay. gegen. Also rausmampfen, dann müsstest du den eigentlich... irgendwo hinstellen. Kannst du den da, genau. Boah, nice. Alter. Ja, Mirko. Kennst du das Level schon? Nein. Okay, wir wissen... Was ist das? Wow. Was ist das denn für ein Viech? Einfach wegessen, ne? Ja. Da, zwischen sie. Scheiß Checkpoint! Oh, super. Ja, da muss er rechts rüber. Da musst du Yoshi loslassen. Oh, ja. Alter, Mirko. Gib ihn auf. Oh Gott. Gib ihn auf. Keine Ahnung. Ja, dann guck. Aber ich meine, nee. Gib ihn auf. Ich auch nicht. Hab da den verpasst. Okay. Step. Dennis ist ein Stück weiter. Ich muss direkt wieder arbeiten. Gleiche Position jetzt. 2 Minuten sind schon vergangen. Da, ey, Dennis und Mirko, super Match. Ah, Dennis kriegt die Plattform zuerst. Ja. Ist ja unfair. Okay. Ist so gut, Dennis. Ah, oh, Mann, schon. So, pass auf da oben. Und jetzt im richtigen Moment rein. Boah, ja. Mirko, nice, ist Spot. Das gemein. Drecksflamme. Okay. Oben lang? Nee, ja, geht nicht. Nee, geht ja nicht. Kann man die irgendwie triggern? Also, dass du, ja, du dass du die in die Irre leiten kannst? Oder? Und rein, schnell. Und so. Nee, die hat ihre feste Route. Das heißt, man muss vielleicht echt einmal ihr entgehen, damit man... Mirko! Geil. Los, Malz! Ran! Sieht nicht gut aus. Los! Und rein! Rein! Wir haben immerhin das Rohr noch geschafft. Gong, gong, gong! Ja, easy gong! Easy! Easy gong! Gleichstand! Schade, schade. It's a Mirko! Jawohl! Hammer! Hammer! Luigi! Ah, Luigi! Hi! Si, si! Ne Mario! Enttäuschung macht sich breit! Scheiße, unentschieden! Hi, Team Mario! Tut gut, Luke, ne? Tut gut! Oh, ein schöner Run, ne? Das hab ich alles super gemacht. Ich fand ihn auch richtig gut. So, ich klemme die jetzt hier. Soll ich nochmal? Nächste Runde direkt. Ne? Wir wollen nochmal Dennis schaffen, oder? Ich kann noch eins machen. Du, bist du dran? Oder bin ich dran? Dennis hat ja gerade angefangen. Ja, ich hab ja gerade zwischen. Ich muss mal gucken. Also ich glaube, ich hab halt auch noch Vereinszeit wahrscheinlich jetzt erstmal. Eine halbe Stunde noch. Ja, nee. Sachen, die wie klingen wie Sendung von Rocket Beans. Ja, deswegen. Das ist ein Zufall. Alle wollen was von Anton. Aber ich will nur mich. Achso, ich darf nicht gucken. Anton, bereit? Jump and run. Das macht Dennis. Einfach. Dennis ist am Start. Okay. Dennis? Okay. Ja. 1, 8, R, D, G, C, V, S, G. Das D war zu viel, das zweite. Ah, okay. Und? Rudi, welches? Das nach dem G. Maraxes! C, V, S und dann 47, G, glaube ich. G, letzte. Ja, G. Wo? Hinter dem S. G. S, G. V, S, G. Ach, diese Knöpfe hier. Oh. Scheiß Knöpfe, ey. Oh, das ist schnell. Abschlussprüfung 14 Sekunden. Die jetzt nicht ohne Knöpfe machen können. Weltrekord 11 Sekunden, also das könnte schnell gehen. Hier steht auch super einfach. Okay. Welches Team holt sich diesen Punkt? Oh je, Dennis, Alter, ey. Oh nein. Wir haben noch 25 Minuten bis Teamwechsel. Ja, wir können schon mal anteasen, das ganz letzte Level hier unten steht, da steht ganz schwer für Fabian und Gregor. Es könnte ein sehr entscheidendes Spiel jetzt werden. Mal gucken, Emote. Ja. Okay, wie lange sind haben wir Sie denn bereit? Noch? So. Ja. Achtung, 25 Minuten. Fertig, los. Emote und Klammern easy. Komm, Buddy. Kurz und knorrig. Ah, aus dem Emote Collection. Das ist Österreich, oder? Ja, wenn die Flagge da stimmt, ja. Das ist mehr Anhaltspunkte, habe ich auch nicht. Du musst dich auf jeden Fall mitnehmen. Ich gehe jetzt mal von aus. Nice. Aha. Okay, Dennis, sehr stark. Keine Rücksicht auf eventuelle Komplikationen, stark. Schön aufgepasst. Ja. Nice! Nein! Das war trocken. Zu noch ängstlich, ist kein Gong ertönt. Zu fucking ängstlich. Ein leiser Gong. Durchrennen, ja. Mensch. Wir waren halt besser, Gong. Oh, war 15 gut, Sekunden oder was? Wie viel haben wir gebraucht? 15? 15? Ja. 4 Sekunden hinterm Rekord.
toll. Ich kann meiner Enttäuschung keinen Ausdruck verleihen, Budi. Toll. Hier, können wir das einblenden da? Hier, dieses Ding. So, geil. Jetzt darfst du gerne. Okay. Ja. Erstmal wieder Doom, klar, ne? Ja, das ist ziemlich Doom. So, dann musst du wahrscheinlich Mikro halten. Achso, ja. Die hätten das Mimote spielen sollen, lese ich gerade im Chat. Und ja, ihr habt recht, das Level hieß Mimote. Hätten wir eigentlich echt Mimote spielen. Na, egal. Nächstes Mal. Achso, könnt ihr nochmal vorne sitzen. Stimmt, vielleicht war das der Gedanke dahinter. Warum das Mimote? Es tut mir leid. Aber es ist noch nicht, schreibt mal durch. Ich hab den Edding eingeplant, dass wir hier auch Mimote-Modus machen. Was? Du hast einfach zwei Level hintereinander gespielt. Was habt ihr denn dafür reingeordnet? Ja, ich habe halt eins gespielt verloren und dann. Ist das nicht vielleicht sogar gewinne ich nochmal. Ja. Nächste ID. Ja, warte mal, wir sind noch nicht so weit. Lieber auf den Müll rausgehen als verlieren. Es ist nicht unfair, wenn Dennis spielt, aber da hinten sitzt, dann hat er einen kürzeren Weg zum Gong. Ja. Daran hat es gerade gelegen. Das war der Fehler. Das war ein heißer Kampf um den Gong. Doom ist ja etwas auf der Spur. Entweder so, investigativ. Bereit? Sicher. Anton versus Doom. Los geht's. T. L. Fuck. V. X. H. 0. 5 K F 5 K X nicht V X. Ihr habt doch Kaboom. Das macht euch doch nichts. Mimote. Nochmal. Setz den Doom nicht unter Druck. Oh nein. Doom. Das ist nochmal ein Mimote-Level, Budi. Die Frage ist, sollen wir das jetzt im Mimote spielen? 5 K F. Nein, das ist hier nicht Mimote, das ist Beans Versus. Mimote. So nämlich. Okay. Also Miro, runterladen kann ich schon, ne? Ist doch geil. Ja, ist doch geil, okay. TLV und nicht TLG. Na toll. TLG. Erst mein erstes TLV. Level Mario Maker und jetzt direkt Mimote. Okay, wer will? Dennis, willst du ansagen oder was? Oder nee, macht ihr das ruhig mal. Okay, das heißt, ich will zu spielen. Okay, du musst dich umdrehen und ich sag euch gleich, was los geht hier. Genau, warte mal. Ja, einmal dann kurz. Sag ich an. Also, kannst du mal einfach die Augen zumachen? Musst du da hingucken. Also, ja, das ist auch eine Firma, die auf Vertrauen aufgebaut ist. Fuck you, Alter. Warte, musst du denn? Will ich um? Kannst du Anton das Mike halten? Gestochen. Ja, ich halte das schon. Ja, nee, ich meine, sonst. Ich habe gerade überlegt, ob wir so die Kappenschirme halt einfach sehr tief ziehen. Okay. Und dann können wir auch nichts sehen. Nein, komm, einfach mal die Augen zu. Ich kann auch mein T-Shirt ausziehen und dir das um die Augen binden. So ist jetzt. Also, du kannst dein T-Shirt gerne ausziehen. Absolut, also, alles drei, 38, 2, 3, Weltrekord, 29 Sekunden. Okay, Sandro, du leitest mich. Du kannst trotzdem. Ja, genau, seid ihr bereit? Oder guck. Ja. Budi, 3, 2, Budi, dein Mikrofon liegt da unten. Dann machst du die Ansagen. Ja. Also, die richtige Taste. Okay. Okay, Doom und Anton spielen also, blind. Wir machen Mimote. Springen. Ja, geht's eigentlich nicht. Ja. Okay. Doom? Ja. Not easy. Rechts. Stopp. Spring. Hoch, links. Hoch, links. Nochmal links. Kurz links. Spring. Nee, jetzt nochmal rechts. Stopp. Hoch, genau. Hoch. Spring. Hoch. Also genau. Rechts, jetzt rechts. Nach rechts springen. Rechts. Okay, hoch, ja, und alles links. Klar. Hoch und links. Ja, ein bisschen döller. Hoch und links. Stopp. Oh, okay. So, nach jetzt, links. Hoch und links springen. Ganz doll springen. Rechts. Ah, okay, alles klar. Rechts. Spring. Hoch. Nach rechts. Hoch und rechts. Hoch und rechts. Genau. Nochmal. Spielen. Nochmal. Stopp. Hoch und links. Wird down. Ja, shit. Ah, okay, stopp, stehen bleiben. Scheiße. So, ein bisschen nach links. Links. Stopp. Hoch und rechts. Gut, stopp. Hoch und rechts. Pass auf, ich mach mal die. Stopp. Gut. Nein, zu weit. Sehr gut. Hoch und links. Stopp. Spring. Bisschen nach links. Links. Stopp. Hoch und rechts. Stopp. Hoch. Nochmal, genau, wenn ich Stopp sage, dann hörst du auf, nach rechts zu drücken, okay? Ja. Jetzt hoch und links. Dann sagen wir es Stopp dann. Okay. Ein bisschen weiß, links. Sonst werde ich jetzt einfach nach rechts drücken. Hoch und rechts. Okay. Okay. Stopp. Ich weiß nicht, ob man braucht gut, die hoch drücken. Also bisschen nach links. Nee, ein bisschen nach links. Links. Stopp. Hoch drücken, gedrückt halten. Hoch gedrückt halten. Links. Ein bisschen nach links. Springen. Genau, hoch. Also genau. Bisschen nach links bitte. Ah, es geht. Okay, stopp. Links. Rechts. Stopp. Rechts drücken. Rechts. Stopp. Wieder nach rechts. Okay. Jetzt komm, du musst einen Sprung machen. Das ist wichtig. Ich sag rechts. Nein, warte. Links. Ich mach nur ein bisschen. Ja. Ich bedrücke. Und jetzt spring. Nein. Rechts. Spring. Stopp. Links. Und spring. Links. Spring. Fuck. Okay. Ist okay. Nach rechts. Hoch und rechts. Ja. Nach rechts. Nach rechts springen. Oder nur einfach springen. Nee. Stopp. Nee, da kommt keine Ranke raus. Okay, nach rechts? Okay, gehen okay, jetzt nach rechts und dann jetzt einmal nein, kurz nach rechts. Oben in der Mitte springen. Ist eine Ranke. Ein versteckter. Okay, dann spring nach links. Nee, hoch springen und genau, rechts. Ein bisschen nach links. Achso, ja. Du darfst doch nur das machen, was er dir sagt. Genau, ich versuch das. Also, rechts. Rechts. Spring. Rechts. Ah, nee, mach weiter. Spring geh hoch. Rechts. Hoch. Ja, genau. Ja, okay, nee, bringt nichts. Ein bisschen nach rechts, bitte. Ja,
Rechts, 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 rechts. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Stopp! Scheiße, stopp! Linkssprung weit. Stopp! Okay, rechts, 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 rechts. Hochspringen, nee, stopp, stopp, ein bisschen nach rechts. Das heißt, du musst ein bisschen nach rechts, nur ein kleines bisschen. Dann springen und links. So oder noch mehr jetzt nach rechts? Ich glaube, es reicht. Springen und links. Genau, perfekt. Okay, jetzt nach oben. Ja. Hoch, hoch, hoch. Warte, stopp, 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 stopp. Kurz nach rechts. Stopp, rechts. Nochmal kurz nach rechts. Stopp, stopp, stopp. Okay, jetzt. Jetzt, pass auf. Bisschen nach links, links, links. Oder du springst direkt. Ja, pass auf, du springst direkt nach rechts. Okay. Ein bisschen länger, Sprung, länger, genau. Sprung, Sprung, okay. Und ich sag direkt Stopp, wenn du rechts, da bist. Sprung! Stopp! Stopp! Ah! Nicht springen, stopp! Ich hab versucht, eine Arschbombe zu machen, damit ich direkt auf dem Punkt, den du mir delegiert hast, lande, weißt du? Ja, okay, weiter geht's. Rechts, 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 ganz nach rechts. Und jetzt gleich mit Power, ne? Laufen. Ich sage, noch nicht drücken, rechts und dann Sprung, ja? Ich sag rechts und dann, pass auf, bereit? Ja. Sprung, Taste gedrückt. Rechts, rechts, nee, rechts, 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 rechts und nee, warte, jetzt müssen wir kurz warten. Ja. Okay, jetzt rechts, 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 jetzt sprung! Nee, ja, nicht so doll. Okay, springen. Ah, scheiße! Ich weiß nicht, was passiert. Ja, ist doch gut, du machst das super. Okay, weiter. Okay, rechts, 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 rechts. Hoch, stopp, sprung. Jetzt leicht nach rechts. Leicht nach rechts. Nochmal leicht nach rechts. Okay. Und jetzt wieder nach rechts. Ja, warte, geh jetzt ein bisschen nah ran, also rechts. Ganz, ganz leicht nach rechts. Noch mehr? Noch ein bisschen. Reicht. Okay. Normal. Nach rechts springen. Ein bisschen döller. Ja. Und dann aber. Links. Danach drücke ich einfach nichts mehr. Genau. Links. Ah, das war nicht stark genug. Shit. Jetzt ein bisschen stärker jetzt sein können. Okay. Merkt ihr das? Nur ein bisschen stärker für gleich. Okay, alles klar. Nach rechts, 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 rechts. Ganz nach rechts wieder. Rechts, 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 rechts. Sprung. Links, links, links. Stopp. Sprung. Stopp. Links, links, links. Und springen links. Gut, stopp. Links, 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 bisschen. Nicht stopp, zu weit. Okay. Rechts, Sprung. Links, Sprung. Stopp, stopp. Sprung und rechts. Sprung, rechts, stopp. Hoch. Na, okay. Nochmal links. Sprung. Na, weiter. Gut, Sprung links. Und stopp, hoch, hoch, hoch. Gut, super. So, stopp, links. So, stopp. Jetzt gleich rechts und dann sag ich Sprung, okay? Ja, ja, ja. Sprung, stopp. Links, 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 stopp. Rechts gucken. Stopp, einmal rechts, stopp. Und rechts, Sprung. Scheiße, ist das schwer, ey. Ich hätte direkt weitermachen. Pass auf, wir machen das ohne den Stopp. Du springst einfach weiter, wir machen ein bisschen mehr Flow und so. Okay, zwei Sprünge nach rechts dann quasi. Genau. Ja, das ist und dolle Sprünge. Zwei dolle Sprünge. Nach ganz rechts jetzt nochmal. Mir ist so warm, Alter, vom Ansatz. Mir ist auch mega warm. Links, 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 links. Und stopp, nach rechts springen, oben nach rechts, genau. Bisschen nach links. Bisschen nach rechts. Spring. Und jetzt ein bisschen nach rechts. Weiter. Ah, zu weit. Sprung nach links. Sprung nach links. Ein bisschen nach links. Und jetzt springen und nach rechts. Ganz leicht. Genau. Und nach oben. Scheiße. Hoch, hoch und stopp. Bisschen nach rechts. So, nochmal ein bisschen nach rechts. Pass auf, und jetzt, um dir das mal zu visualisieren. Jetzt ist da halt quasi eine Lücke, da musst du rüberspringen. Ja. Dann bist du auf so vier Wolken. Und dann geht's aber direkt weiter auf ein Vieh, wo du raufspringen musst. Also das heißt, du springst links, rechts. Links weiter, links weiter. Okay. So, und jetzt, pass auf. Jetzt ohne Laufen. Ich sag dir Bescheid, ja? Ja. Wie ohne Laufen? Was denn? Also einfach rechts und springen. Jetzt rechts und springen. Ah, war das knapp. Ich glaube, wenn wir einfach voll sprinten auf bei der Stelle, kommen wir meinst auch du? Rüber. Ja, okay, na gut. Okay, also sprinten. Ja. Ja. Okay, nochmal. Ganz rechts. Ich würde dir gerne beschreiben. Was links, 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 lauf, links, 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 lauf, 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 lauf. Jawohl, stopp. Rechts, Sprung, weiter Sprung. Stopp. Links, links, bisschen. Stopp. Sprung nach oben. Links, links, bisschen. Stopp. Sprung hoch und dann rechts. Sprung rechts, meine ich, und hoch. Stopp. Ja, nee, nochmal. Sprung links. Achso. Sprung links. Ja. Ein bisschen weiter nach rechts, ganz kurz, nur tippen, stopp. Sprung hoch links. Dann runter. Genau. Nee, Sprung rechts. Stopp. Links, links, ganz wenig. Sprung hoch und dann Sprung nach rechts und hochdrücken. Gut, super. Weiter. Links. So, jetzt rechts. Sprung. Stopp, stopp, stopp. Ah, scheiße. Dann können wir nochmal stoppen und dann können wir weitermachen. Okay, versuchen wir es mal. Genau, okay, also stopp. Perfekt, super. Okay, jetzt ist da halt so ein fliegendes Vieh.
Und da musst du rauf, damit du auf die weiteren Wolken rechts kommst. Das ist ja, was du ihm vielleicht sagen solltest, dass er gerade die rote Schlüsselmünze einfach verpasst hat, die er braucht. Stimmt allerdings. Wir sind dann ein Team, das könntest du auch sagen. Okay. Ich halte dich, du bist sehr gut gesprungen. Ich will mich nicht unterbrechen. Du bist sehr gut gesprungen, aber du bist tatsächlich an der richtigen Münze vorbeigesprungen. Okay. Also jetzt nochmal nach, bisschen nach links. Nochmal ein bisschen nach links. Nochmal ein bisschen nach links. Und jetzt kannst du nach links springen. Langer Sprung wieder. Relativ lang. Genau, stopp. Ja, nice. Stopp. Okay, jetzt ein bisschen nach rechts. Bisschen, noch mal ein bisschen. Jetzt der gleiche Sprung, den du vorhin gemacht hast, den du... Ja, oh, perfekt. So, ein bisschen nach rechts. Ganz rechts. Ganz bisschen nach rechts. Rechts. Bisschen. Noch mal ein bisschen, wir machen Schritt bei Schritt. Noch ein Stückchen. Okay. Okay. Vielleicht machst du noch ein Stückchen. Okay. Okay, so. Jetzt, wie gesagt, ich frage mich gerade, wann der perfekte Zeitpunkt ist. Ich sag, wenn ich jetzt sag, dann springst du einfach nach rechts und machst... Wenn ich sage Sprung, springst du nochmal nach rechts. Okay. Okay, also jetzt und dann Sprung. Ja. Und dann, wenn ich Sprung sage, dann drückst du nach rechts springen. Ja, aber dann kein langer Sprung mehr, sondern normaler. Ja, ein normaler sollte reichen. Okay, aber der erste ist lang. Ja. Spring! Okay. Also, Stopp. Jetzt! Warte, stehen bleiben. Einfach stehen bleiben. Okay. Und nee, warte mal. Oh, ist das schwer. Pass auf, du musst gleich, ich sag nach rechts, ja, und dann sag ich Sprung, und dann springst du ganz ein bisschen nach rechts, aber dann musst du stoppen, okay? Ach so, verstehst du? Willst du es machen. Ja, genau. Also ich springe quasi zwei Blöcke nach rechts. Du gehst nach rechts, also und wenn ich springen sage, dann springst du nur ganz kurz, du musst auf so eine Ledge, du musst auf so eine Ecke drauf, okay? Alles klar. Ich glaub, okay, auf die Plätze, fertig, und rechts, Sprung! Warte, stopp! Das gleiche nochmal, rechts! Und spring! Gut! Und jetzt, warte, jetzt nochmal. Jetzt, spring! Wenig, spring wenig, ganz leicht! Ganz leicht, stopp! Hoch, spring, einfach nur hoch, links, 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 gedrückt, links und runter drücken. Hä? Ein bisschen weiter nach rechts. Bisschen weiter nach rechts. Bisschen weiter nach rechts. Runter. Bisschen weiter nach links, ja. Okay. Ist ein Checkpoint? Nein. Oh Gott. Okay. Und dann, warte, und nein, dieses Kacklevel! Ich kann nicht, oh Gott, ey! Ist das ein Arschloch-Level? Wie viel Zeit ist noch? 30 Sekunden nur noch! Ah. Ja. Oh, du, ey. Rechts, ey, springt nicht mehr. Oh, das ist anstrengend, ey. Komm in einer neuen Situation, komm vor dir. Stopp! Oh, perfekt! Ah, nein! Pass auf! Sprung nach links! Okay, kurz Ruhe. Alter, wir sind ein Stückchen weitergekommen, das war schon sehr, sehr gut. Aber wir müssen trotzdem von vorne anfangen. Nee. Wir sind jetzt an der neuen Stelle. Okay. Ah, scheiße. Aber ey, ein kleiner Erfolg war da. Wir sind zumindest da hingekommen. Jetzt wäre der Part gekommen, Alter. Mit Sicht spielen. Du kannst den VOD, kannst du dir das anschauen, was du gerade aufgespielt hast. Ich würde vorschlagen, dadurch, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, lass uns das nicht mehr angucken, sondern noch mal eine Runde spielen. Es ist so anstrengend, Alter. Das ist ein Ansang, oder? Du hast doch auch... Junge. Es war eine Kakophonie, aber ich glaube, es war spannend. Das ist gut gemacht. Aldi, letzte Runde, Mirko. Einmal ganz kurz Timeout, bitte. Rocket Beans haftet nicht für Gliedmaßen, die verloren werden. Oh, das stimmt. Einmal kurz Timeout. Es steht 5-4 für euch. Team Mario führt. Wir haben nur noch ein Level zu spielen. Das heißt, wir können maximal einen Ausgleich kriegen. Ja. Eventuell, wenn die Level schnell sind, können wir noch eins machen. Mal schauen. Also, lass uns nicht labern. Zurück bitte in die ID. Matchpoint. Vielleicht Matchpoint, wer weiß. Vielleicht schaffen wir noch eins und dann schaffen wir zwei Level. Wer weiß. Den Druck doch nicht noch größer. Sorry. Ach du Schande, ist sowas anstrengend. Okay, bitte in die ID, wir beeilen uns. Komm, Dennis. Ist das wieder Mimode? Dennis war, nee, jetzt ist es normal wieder. Okay, also, bereit, Mirko? Jo. Ja. S, B, 8, 5, Y, C, 9, X, G. Wow. Nee, G. Sauber. Gut. No! Ja. Okay, wenn Dennis jetzt gewinnt, dann war's das wahrscheinlich. Vielleicht haben wir aber noch Chancen. 7,89% Abschlussrate habe ich gerade nur aus dem Augenwinkel gesehen. Wie viel? 7,89. Ach. Und lass uns mal kurz auf die Zeit gucken. Frühstück, ne? 2 Minuten 45, also. Okay, alles klar. Du musst gewinnen, ansonsten haben wir verloren, ey. Okay, on bereit? Your marks. 3, 2, 1. Mirko. Dennis. Oh, Mr. Gumba ist aber sauer.
Aber den kannst du doch bestimmt smacken, oder nicht? Jawohl. Oh, jetzt hat er das. Was, der hat einen Kart? Falsches Spiel, Junge. Ah, oh, okay, da muss man. Stark! Ja, fahr mal weiter. Vielleicht hat dieses Ding aber noch nie. Gefahren. Wie komm ich denn da Ich glaube, vorbei? Das kann man auch ohne Führerschein machen. Jetzt geht's. Also ohne Fahrbefähigung mit dem Teil. Was, da ist ein Reifen abgefallen? Oh, Scheiße. Mach weiter. Ach, du kannst da auch weiter. Alter, wie gut. Aber diese nicht abgucken. Muss man mit dem Ding das Level beenden? Nee, ne? Das stand nicht. Ich glaube nicht. Ich hasse. Ja, oder versuch weiter zu hüpfen durchs Wasser oder so. Aber ich wusste gar nicht, dass es diese Cards gibt. Ich habe noch nie gesehen. Ich bin immer nicht da, ganz du machst so die Fische kaputt. Damit. Sicher, ob man nicht da hoch muss. Ja, okay, alles klar. Ja. Wow. Scheiße, Mann. Ballern. Ja, gut, welche waren denn da jetzt noch? Nee, das wird nichts. Jawohl. Und weiter. Den hast du gebraucht, sehr gut. Ich glaube, jetzt muss er aufspringen, oder? Kein Schade. Da kannst du, rechts kannst du eh nicht mit dem Kart rein. Bei Fisch, also muss ich wahrscheinlich wirklich mich auf das Kart... Dann spring doch hier raus, du! Nee, hier die Schultertaste. Oder kaputt machen. Ich glaube auch, du musst das Kart durchbringen und toll. Auf diese Wolken... Aber vielleicht brauchst du sie nachher. Okay. Vorsicht. Ich glaube, das ist einfach nur Gimmick. Come on, Mirko. Ja. Ah, wie soll man das denn machen dann? Musst du dann soll ich das weiter versuchen, da oben rüber? Oder? Mach mal lieber, glaube ich. Was? Ah, okay, was war das denn, ey? Die werden sich auch nochmal aufhängen. Ja, ich glaube, im Auto muss man die ausstellen? Ja. Musst du dann mit X vielleicht dann springen, auf jeden Fall? Dann springt garantiert aus dem Kart raus mit dem Doppelsprung. Meinst du? Jetzt komm ich das okay, das war eben 360 machen? Ja. Zeit für Tricks muss sein. Macker. Ja, ja, danke. Druck. Come on. Ah, shit. Gar nicht, ne? Oder muss ich das Kart tatsächlich loslassen? Das kann natürlich auch sein. Ach, was ist das? Kannst du da irgendwas auslösen? Was war das? Guck mal, was passiert, wenn du. Mit X immer oben lang, vielleicht bist du da drin, ne? Ja. Ja. Punkte, oder? Aber was ist das für ein Punkt? Aber guck mal, hier komme ich ja. Knapp. Darum, wahrscheinlich mit einer Art, vielleicht gewollter Schaden. Ist das nicht der Reifen? Bin mir nicht sicher. So nicht. Ja, jetzt bin ich wieder. Nee, wir haben nur alle. Hä, haben wir nicht gerade einen Reifen? Man muss den ja gedrückt halten, wenn, um den höheren Sprung zu machen, ne? Ja. Oh, sauber. Dennis, ganz muss stark. Muss irgendwas aktivieren. Nein! Die ja. Nein! Ai, 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 ja, komm, mach weiter. Komm, Alter, wir sind gut dran. Weiter geht's, Alter. Wo soll ich das denn aktivieren? Amphibienfahrzeug an die Macht. Dann geh mal links nochmal. Nee, stopp. Ich hab ne Idee. Ja, okay. Offenbar geht's auch so. Vielleicht kann man aber obenrum was skippen, kein Plan. Okay, Safe Point schon mal gut. Wow. Tschüss. Nein! Nein! Nee, das bringt nichts. Nein! Du dummer Fisch! Aber Safe Point, Safe Point. Hast du den nicht gesehen, oder? Hä, ich versteh's nicht. Nee, versuch mal den Panzer so hochzuwerfen in diesen Fragezeichen. Aber wir haben den Safe Point, stimmt. Den Fragezeichen-Block? In welchem Fragezeichen-Block? Ja, das ist alles, was links ist. Genau, ich hätte damit den höchsten treffen oder so. Ja, wer weiß. Okay, drei Hammer. Versuch mal, ja, deswegen ist das so. Ich versuch was anderes. Den Hammer. Okay. Das ist schwierig. Nein, wegen dem. Egal. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ist gut. Ist gut. Vielleicht reicht das, meinst du, ne? Ach so. Ah, wenn du jetzt unverwundbar bist. Ja, okay, alles gut. Nice. Oh, nein. Super zurück. Super. Mario, halt bloß die Luft an, ey. Ja, das war, ja, jetzt musst du zurück. Gibt's bei Mario schon irgendwo die Mechanik, dass du eine begrenzte Zeit unter Wasser hast? Ja, okay, das Ding ist weg. Noch nicht gesehen. Ja, du musst einen Hammer haben und dann kannst du dich durchmachen. Ja, also, anders geht's glaube ich nicht. Okay, los. Aber jetzt wissen wir, wie es geht. Ist ja genial. Komm schon. 4 Minuten. Oh Gott, diese dumme. Morgen, Mirko. Können wir das schaffen? Ich dachte gerade eigentlich eher, dass wir vielleicht jetzt doch bei Minecraft mit Denzel gelandet sind. Ah, das war's. Du, ist das dieses Tetris? Du kannst die anderen vorher schon aktivieren. Die Tetris-Hobbys wurden verboten, ich weiß nicht. Lange nichts mehr gehört von Bob. Die Nachfolgeserie, lange nichts mehr gehört von Bob. Das ist eigentlich ganz geil. Wo er dann so Rentner ist. Ja, Mann. Breaking Bad-mäßig. Das wäre eine Existenz. Sehr gut, sehr gut. Okay, komm mal. Doom, was sagt Mario Maker uns über das Leben? Ja, stark, ey. Oder, Budi, Philosophie. Mhm. Ich hab das gehört, aber ich sag extra nichts dazu. Ich muss erstmal zuhören. Guck mal, da drüben ist so eine Mühle. So, jetzt vorsichtig. Jawoll! Vielleicht kannst du dich da noch hinhacken. Dass man manchmal auch mit dem Kopf durch die Wand kann. Ja. Teach das irgendwie hier Rowdy? Ich finde das sehr gut. Ah, versuch mal direkt links den Wand. Oh. Weißt du, so deswegen. Mach ruhig, lieber jetzt auf Zeit. Nee, erstmal anlocken und dann weg, ne? Auf den Straßen, Hämmer. Schweinchen! Feuerblumen. Ist euch das? Prügelt sich da der Mirko durch? Das sieht gut aus, komm mal. Steh ich. Mirko, los.
Ja, siehst du. Boah, seid jetzt schon wieder da? Wir haben Vorsprung, mach weiter, Mirko. Immer mit Ruhe. Ah, nee, das scheint nicht derselbe Level ab. Hey. Lauf. Oh. Mirko, Walljump. 4 Minuten noch, 4 Minuten noch. Wir müssen es gewinnen, Mann. Hä? Und dann nochmal Walljump? Nee, nee, warte. Bist du schon wieder da? Hä? Aber jetzt kannst du. Vorsicht! Oh. Kannst du da rechts jetzt was da hauen? Die Lilan, weißt du, was ich meine? Spring mal raus! Nö. Nee, kannst du nicht? Okay, du musst. Scheiße! Der Mirko, der weiß schon, was er tut. Oh, ich bin so dumm. Nein! Ja, ist das okay. Ist das eine neue Route? Ja, genau, du musst von hier oben einen freihacken. Ja, jetzt. Oh, komm ich da jetzt nicht mehr hoch, ey. Nein! Du bist eine Dreckskarre! Was eigentlich? Hast du den Hammer noch? Ja. Okay, jetzt hier angekommen. Steig aus. Oh Mann! Du kannst mit dem Führerschein so was. Ich bin fast geschlafen. Guck mal, du kannst vorbei links. Ja, oder so. Ja, ja. Oder mit dem Kopf durch den Block. Aber ich, da, ich kann doch nicht, weil mir fehlt irgendwas. Oh nein, die anderen sind weiter voraus. Oh nein, oh nein, oh nein, komm on, komm on, komm on, schaffst du das? Ist die Flagge schwarz oder? Nee, du kannst sie doch jetzt. Müsstest du sie aktivieren können? Versuch mal. Ja, das ist doch nur eine. Oder so. Einfach ran. Ja! Go, 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 go! Das war unserer! Was? Ich glaube, dein ist der Zerf. Ich saß ja näher dran. Aber Level Bandit steht ja jetzt bei uns erst da. Eigentlich sind wir schneller. Also, weil Level Bandit ist doch auch, wenn Level beendet ist. Also, wenn es da steht. Aber ist rechts unsere Zeit oder links? Wir haben Gong gesagt. Also, ja, nicht, wann das Level beendet ist. Was ist denn die Zeit? Wir haben 5:26 und ihr habt 4:55. Ja. Hä? Wir zählen auf einmal die Zeit, oder ja, wenn das zu knapp war jetzt. Eben, und bei uns stand als erstes Level beendet. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Aber wir haben ja Gong gesagt, Zähler, ist egal. Ja, dann renne ich halt eine Minute vor Ende. Ja, ja, Zero, ja, ja. Es ist diese Zeit ist. Das kennt man von Mario. Wenn das jetzt knapper gewesen wäre, wäre es anderes, aber ich hab's ziemlich deutlich gemacht. Weißt du? Ja, Zähler, Mann, komm, ey. So. Supergeil. Wir begrüßen alle zusammen Steffen Schiefer in der Runde. Hey. Danke. Danke, es freut mich auch sehr, dass ich hier bin. Auf deine Frage, Steffen, die du vorhin geäußert hast, was kann Super Mario Maker 2 uns fürs Leben erzählen? Dreck! Das ist die Antwort. Welches Scheißspiel ist das? Nee, das zeigt einem schon, wie gut man in den Gratulation an Team Mario für den ersten Sieg. Das sagt das ja selbstbewusst. Es ist Mario, Freunde. Ja. Das sollte man eigentlich seit Kindesalter beherrschen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das Schöne ist, dass es erst ein Drittel von Beans vs. Mario Maker 2 Ich habe es beim letzten Mal dass diese ganzen modernen Spiele... Hast du überhaupt Puls? Diese einfachen Fähigkeiten, die man für Mario braucht... ziemlich aufweichen. Jetzt hör mal auf, jetzt hör doch mal auf, weißt du, spielst du noch Minecraft, keine Herausforderung. Ich würde sagen, beide kriegen einen Punkt immer noch, weil wir gleichzeitig am Level, machst die Erfahrung, das ist so ein Gefühl. Aber springen ich möchte und laufen. Einmal die Gehässigkeit stoppen, einmal offiziell die Punktetafel. Das erste Drittel von Beach World Super Mario Maker 2 ist vorbei. Einmal die Endtafel bitte da oben. 6:4. Gehen wir kurz auf die andere Seite. Damit kriegt Team Mario Punkt 1 von möglichen 3. Diese Konstellation ist jetzt vorbei. Die nächste folgt zugleich. Steffen ist dabei. Nils ist dabei. Simon ist dabei. Wer? Was? Ich bin traurig. Es ist doch dumm, dass die Leute hier sind. Ich bin so richtig dringend los jetzt. Ich würde sagen, wir bleiben auch einfach sitzen, oder? Wollen wir nicht einfach sitzen bleiben? Wollen wir nicht einfach Dreck? Ja. Nee. Ja. Ja. Klärst du das mit meinem Abteilungsleiter ab? Das muss ich auch. Ich muss auch was fertig kriegen, ganz schnell sogar, sonst ist er böse auf uns beiden. Wir sagen tschüss, vielen Dank für das. Wir haben schon sehr viel Spaß gehabt. Danke für den Support, danke fürs Forum. Support Instagram, Twitter, überall, wo die Sachen eingeschickt werden. Vielleicht geht's weiter mit anderen Leuten. Viel Spaß damit. Yeah. Ja, kleine Power da nochmal rein. Genau. Tschüssi, bis dann. Fuck!